Wir beginnen heute mit den Themenbereichen Finanzen und Haushalt. Für die Aussprache ist eine Dauer von 90 Minuten vorgesehen. Das Wort hat, davon gehe ich jedenfalls aus, der Bundesminister der Finanzen für die Bundesregierung. Ja, und zum Auftakt natürlich seines Ressorts hat die Einleitung Christian Lindner, der Bundesfinanzminister. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Finanzpolitik wurde in den vergangenen Jahren durch die Corona-Pandemie bestimmt. Die Finanzpolitik wird auch gegenwärtig von der Pandemie geprägt. Die Aufgabe der kommenden 4 Jahre wird es sein, aus dem finanzpolitischen Krisenmodus in den finanzpolitischen Gestaltungsmodus zu wechseln. Erstens, die Bundesregierung arbeitet daran, im Jahre 2023 zum Regelfall der Schuldenbremse des Grundgesetzes zurückzukehren. In den Folgejahren ist es mein Ziel, die deutsche Schuldenquote zu reduzieren. Es ist ein Gebot der Klugheit, nach einer Krise die fiskalische Handlungsfähigkeit des Staates für künftige Krisen zu stärken. Noch länger werden wir die Folgen der Pandemie sehen. Deshalb reservieren wir im Klima- und Transformationsfonds mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2021 ungenutzte, ich sage lediglich ungenutzte Möglichkeiten des Vorjahres, um pandemiebedingt ausgefallene Investitionen nachzuholen und um Impulse zur wirtschaftlichen Belebung nach der Pandemie zu setzen. Dabei konzentrieren wir uns auf den Wachstumstreiber wie den Klimaschutz. Für die regulären Vorhaben der Koalition soll aber 2023 indessen wieder die Schuldenbremse gelten. Klima- und Transformationsfonds einerseits, Rückkehr zur Schuldenbremse andererseits. Damit verbinden wir Investitionen in die Zukunft mit der Disziplin bei Konsumausgaben in der Gegenwart. Dem Gebot des Bundesverfassungsgerichts nach Generationengerechtigkeit werden wir so gerecht, und zwar gar in doppelter Weise. Meine Damen und Herren, die verschiedentlich, auch aus der Union, ins Gespräch gebrachte Aufweichung der Schuldenbremse des Grundgesetzes lehnen wir ab. Das wäre eine Einladung, wie früher Verteilungspolitik zulasten der Zukunft zu betreiben. Denn nicht alles Wünschenswerte kann sofort finanziert werden. Nicht jedes Programm ist Fortschritt für Deutschland. Ausgaben müssen priorisiert werden. Es muss gelten, dass der Wohlstand erst erwirtschaftet wird, bevor er danach verteilt werden kann. Meine Damen und Herren, dem sorgsamen Umgang mit Haushaltsmitteln fühle ich mich auch bereits jetzt verpflichtet. Das zeigt der vorläufige Kassenabschluss des Bundeshaushaltes 2021, den ich Ihnen, verehrte Abgeordnete, hiermit mitteilen will. Trotz des Nachtragshaushaltes müssen 24,8 Milliarden Euro weniger Schulden gemacht werden als von der Vorgängerregierung geplant. Damit wird die Nettokreditaufnahme reduziert. Wir tun also das, was nötig ist, aber es wird nicht ausgereizt, was möglich wäre. Zweitens. Unsere Finanzpolitik sendet damit ein Signal über die deutschen Grenzen hinaus. Wir müssen die Erholung der Wirtschaft finanzieren. Wir müssen die Pandemie überwinden. Wir müssen Investitionen stärken. Aber die Bedeutung solider Staatsfinanzen im Zusammenhang mit der Inflation hat der neue Präsident der Deutschen Bundesbank gerade erst angesprochen. Deshalb werden wir bei allen Herausforderungen verbindliche Fiskalregeln respektieren und die Verschuldung begrenzen. Diese Haltung vertreten wir in Europa und auch im Rahmen unserer G7-Präsidentschaft. Wir werden also unseren Beitrag leisten, das einmalige Wiederaufbauinstrument Next Generation Europe zum Erfolg zu führen. Es kann und es muss neue Wachstumschancen eröffnen, denn es ist nicht auf Dauer angelegt. In der europäischen Reformdebatte werden wir daneben über eine Weiterentwicklung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sprechen.
für Sinnvolles sind wir offen. Er hat sich aber aus Sicht der Bundesregierung mit seinen Fiskalregeln und seiner Flexibilität im Kern bewährt. Die Bundesregierung vertritt also, dass transparente Regeln und die finanzpolitische Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten unverzichtbare Voraussetzungen für Stabilität sind. Drittens. Die Bundesregierung versteht Finanzpolitik als Ermöglichungspolitik. Transformation, Technologie und Talentförderung erhalten im Haushalt Priorität, denn wir wollen ermöglichen, dass dieses Land Fortschritt wagt. Es wird keine Steuererhöhungen geben. Stattdessen arbeiten wir an Entlastungen. So im steuerlichen Bereich, bei der EEG-Umlage, bei der Einführung des Bürgergeldes oder bei der privaten Eigentumsbildung. Denn wir wollen ermöglichen, dass Deutschland attraktiv bleibt als Wirtschaftsstandort, dass die Menschen in ihrem Leben wirtschaftlich vorankommen und dass der soziale Aufstieg für alle leichter gelingt. Als ersten Schritt arbeitet mein Haus an einem neuen Corona-Steuergesetz. Damit sollen die Verlängerung der Homeoffice-Pauschale, die Verlängerung der erweiterten Verlustverrechnung, längere Fristen für die Abgabe von Steuererklärungen, steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld und die Steuerbefreiung für den Pflegebonus von bis zu 3.000 Euro umgesetzt werden. Weitere Schritte werden im Laufe der Legislaturperiode folgen. Ich habe übrigens aufgenommen, dass der Finanzminister von Baden-Württemberg jetzt verschiedentlich Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen ins Gespräch gebracht hat. Da sind wir jederzeit offen für Vorschläge. Allerdings halte ich es unverändert, nicht für ratsam, die Entlastung der kleinen Einkommen zu koppeln an eine Belastung des Mittelstands. Fach- und Führungskräfte sowie die Wirtschaft leisten bereits heute einen enormen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens, wofür sie Anerkennung verdient haben. Und ich nehme natürlich auch wahr, dass aus den Reihen der Union jetzt ganz aktuell Forderungen nach einer Unternehmenssteuerreform geäußert werden. In der Sache ist diese Debatte durchaus berechtigt, aber wirklich, Sie hätten allen Ernstes Jahre Zeit gehabt, hier Schritte auf den Weg zu bringen. Viertens. Bei der Gestaltung des Finanzplatzes Deutschlands sind Stabilität und Verbraucherschutz wichtige politische Ziele. Einem dritten und einem vierten wollen wir aber mehr Geltung verschaffen, nämlich Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Die Bedingungen sind gut. Wenn wir schauen, wo das digitale Deutschland innovativ ist, dann ist das gerade die Finanzbranche, Fintechs, Insurtechs, Krypto, Venture Capital, Startups. Hier haben wir Potenzial. Auch die drei Säulen unseres privaten Bankwesens haben Perspektiven. Wir wollen also Anstrengungen unternehmen, um Deutschland zu einem der führenden Standorte zu machen. Der Finanzplatz Deutschland kann nicht nur Wachstum finanzieren, er soll auch selbst zu einem Wachstumsmotor werden. Fünftens. Die Bundesregierung will die Steuererhebung fairer machen. Zum einen wollen wir die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler von lästigen Vorgängen, soweit es geht, entlasten, zum Beispiel durch die Möglichkeiten der Digitalisierung. Die Menschen sollen sich mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen, aber nicht zu lange mit der Steuererklärung. Zur Fairness gehört aber andererseits, meine Damen und Herren, dass die ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht geschädigt werden, indem Steuerhinterzieher davonkommen. Deshalb werde ich die Befähigungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität weiter ausbauen. Nicht Steuern erhöhen, sondern Steuerrechte durchsetzen. Darum geht es mir. Meine Damen und Herren, wenn man uns also fragt, welchen Zielen sich die Finanzpolitik der neuen Bundesregierung verpflichtet fühlt, so ist die Antwort Stabilität, Wachstum, Innovation und Fairness. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Christian Lindner war das hier zum Auftakt der Debatte zum Thema Haushalt und Finanzen. Ja, einiges hat er angekündigt, was jetzt direkt ansteht. Und man kann noch mal hinzufügen, dass sich der Bundesfinanzminister in diesem Jahr ja gleich mit drei Haushalten beschäftigen muss, nämlich dem Nachtragsetat 2021, den hat er angesprochen, aber auch
Der Haushalt 2022 ist bisher noch vorläufig und 2023, das wird dann im März geschehen. Wir wünschen Ihnen im Amt, lieber Herr Lindner, alles Gute. Wir stehen vor großen Herausforderungen, finanzpolitisch und haushaltspolitisch. Und deswegen hat dieses Land gute Arbeit, gerade im Finanzministerium, verdient. Und Sie haben auch Dinge angesprochen und es stehen auch einige Dinge in Ihrem Koalitionsvertrag, die wir durchaus unterstützen, etwa die Vereinfachung des Steuersystems, die Digitalisierung der Prozesse. Sie wollen die Ausgaben des Bundes auf den Prüfstand stellen, Umschichtungspotenziale identifizieren. Sie wollen die Superabschreibung ausdehnen für Klimathemen. Wir hatten das schon für digitale Wirtschaftsgüter eingeführt. Das alles sind sinnvolle Punkte. Und ich sage Ihnen sehr klar zu, darüber können Sie mit der Union in den nächsten Jahren konstruktiv reden. Das werden wir konstruktiv begleiten. Insgesamt aber, wenn man Ihren Koalitionsvertrag studiert, und Sie haben hier ja auch nur sehr zaghaft ein paar Punkte genannt, muss man feststellen, steuerpolitisch beschränkt sich das auf Kleinteiliges. Eine steuerpolitische Agenda, ein steuerpolitisches Programm hat diese Bundesregierung leider nicht. Tatsächlich ist Ihr Konzept Stillstand. Und der zaghafte Wink oder der zaghafte Hinweis auf den baden-württembergischen Finanzminister, der da vielleicht das ein oder andere zu überlegen beginnt, der ist ja ganz reizvoll und nett. Das schätzen wir auch, aber das ersetzt natürlich keine steuerpolitische Agenda, die Sie tatsächlich nicht haben. Dann machen Sie die ganze Sache, stellen Sie dann aber doch netter dar, indem Sie in dieses Jahr starten mit einem Interview, in dem Sie 30 Milliarden Entlastung für Bürger und Unternehmen in diesem Land ankündigen. 30 Milliarden. Wenn man sich das genauer ansieht, ist das nicht ganz so markig und nicht ganz so toll. Die Beiträge zur Rentenversicherung sollen voll absetzbar gemacht werden. Das ist im Übrigen kein neues Projekt. Schon die alte Regierung hatte das vorbereitet. Sie machen das auch nicht freiwillig, weil wir müssen das im Grunde machen, weil wir haben Hinweise des Bundesfinanzhofs dazu bekommen. Trotzdem ist die Maßnahme gut. EEG-Umlage, auch das ist richtig, dass Sie die komplett abbauen wollen. Aber ehrlicherweise muss man ja dazu sagen, die alte Regierung hat hier schon gehandelt und 40% der EEG-Umlage sind schon abgebaut. Das ist zum 1. Januar dieses Jahres ja bereits in Kraft getreten. Und ehrlicherweise stehen den Entlastungen, so eine richtige Nettoentlastung ist das ja nicht, sondern denen stehen ja Belastungen gegenüber, nämlich die deutliche Anhebung des CO2-Preises. Also für die meisten Leute wird sich das egalisieren, vielleicht sogar zu mehr Belastungen führen. Dritter Punkt, den Sie angesprochen haben, Sie wollen die Verlustverrechnung erweitern. Demnächst kann man das dann auch für weitere 2 Jahre machen. Aber wenn die Unternehmer dann gucken, womit sie verrechnen können, sind das die Pandemiejahre 2020 und 2021. In den Jahren werden viele Unternehmer gar keine Gewinne gemacht haben. Also zu verrechnen wird es da effektiv nichts geben. Eine Entlastung ist das nicht. So, Sie haben eben gesagt, Steuererhöhungen schließen Sie aus, Steuererhöhungen wird es nicht geben. Es gibt die de facto schon. Die laufen schon munter an, nämlich durch die kalte Progression, durch die Preissteigerungen, die wir erfahren. Und die Preissteigerung ist ja jetzt jüngstes Datum, Dezember, bei 5,3%. Die EZB sagt für dieses laufende Jahr 3,2% voraus. Das frisst jede Lohnerhöhung auf. Und die Lohnsteigerungen führen ja dazu, dass die Arbeitnehmer im Steuertarif höher wandern, dass sie höher besteuert werden. Andererseits verlieren sie durch die Inflation Kaufkraft. Das heißt, sie werden doppelt getroffen. Das ist dieser brutale Effekt. Gleichzeitig kommt die Steigerung des CO2-Preises, die Steigerung der Energiepreise und noch steigende Beiträge bei den Krankenversicherungen dazu. Sie haben den Bundesbankpräsidenten erwähnt und haben dabei bei der Amtseinführung gesagt, niemand ist mehr auf stabile Preise angewiesen als Menschen mit einem kleinen Einkommen. Für sie können schon zahlenmäßig geringe Preissteigerungen den Unterschied zwischen einem vollen und einem leeren Kühlschrank am Monatsende ausmachen. Genau darum geht es. Und ein guter Finanzminister würde jetzt gegensteuern. Die Bekämpfung der kalten Progression, das war Ihr Thema. Sie haben hier immer auch den Tarif auf Rädern gefordert, also den mitlaufenden Tarif mit der Preisentwicklung, der schleichende Steuererhöhungen verhindert. Jetzt sehen Sie tatenlos zu, wie die Einkommen der kleinen Leute von massiv steigenden Preisen aufgefressen werden.
Ich sage Ihnen, steuerpolitisch ist das kein guter Start dieser Regierung. Und auch haushaltspolitisch nehmen wir die Bekenntnisse zur Haushaltsdisziplin. Ich lobe ausdrücklich das Bekenntnis zum Stabilitätspakt in der EU. Das will ich ausdrücklich sagen. Aber wir nehmen auch das Bekenntnis zur Schuldenbremse durchaus wahr. Ab 2023 wollen Sie die wieder einhalten. Aber was Sie jetzt nicht so deutlich sagen und nicht so laut sagen, ist, dass Sie bis dahin ganz massiv Schulden machen wollen. Sie wollen Schulden auf Vorrat machen. Und Sie sind dabei auch nicht ehrlich. Sie sagen, wir brauchen das Geld, um die akute Notlage, Pandemie zu bewältigen. Tatsächlich wollen Sie die Mittel aber nicht zur Pandemiebewältigung einsetzen, sondern für ganz andere Zwecke und auch zu ganz anderer Zeit. Der Nachtragshaushalt, den Sie jetzt vorgelegt haben, steht leider beispielhaft für diese Praxis. Und dabei geht es nicht um eine verfassungsrechtliche Petitesse, sondern es geht darum, ob Ihr Bekenntnis zur Schuldenbremse, zur Verfassungsregel der Schuldenbremse, wirklich ehrlich gemeint ist. Der Bundesrechnungshof hat in der Anhörung diese Woche sich da sehr klar ausgedrückt. Der einzige Zweck dieses Nachtragshaushalts sei eine Geldbeschaffung für künftige, nicht notlagenausgelöste Maßnahmen, also eine Kreditermächtigung auf Vorrat. Die vorgesehene Zuweisung weiterer 60 Milliarden an den Fonds sei mit Wortlaut und Zweck der Schuldenregel unvereinbar. Klarer geht es leider, und ich sage auch leider, klarer geht es leider nicht. Der Klimaschutz, da haben Sie völlig recht, ist ein Kernanliegen der Nachhaltigkeit. Aber auch verantwortlich geführte Haushalte sind ein ganz grundlegendes Anliegen und eine grundlegende Frage nachhaltiger Politik. Wir wollen, und das sollten auch Sie wollen, der jüngeren Generation nicht nur klimapolitisch ein gut bestelltes Feld hinterlassen, sondern auch finanziell noch die Freiräume und die Gestaltungsräume, die diese jüngeren Generationen beanspruchen dürfen. Vor diesem Hintergrund sage ich Ihnen, wir anerkennen die Größe der Herausforderung, denn die ist wirklich groß, den Klimawandel zu leisten und das auch haushalterisch vernünftig hinzukriegen. Trotzdem sage ich Ihnen, im Angesicht der Verfassung und auch im Angesicht der Tatsache, dass auch die Einhaltung des Rechts eine Frage der Nachhaltigkeit ist, ziehen Sie den Nachtragsetat, den Sie vorgelegt haben, bitte zurück und legen Sie einen neuen Etat für dieses Jahr vor mit ehrlichen und zutreffenden Zweckbestimmungen. Und dann können Sie auch mit uns darüber konstruktiv ins Gespräch kommen. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen dann alles Gute und uns eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Mittelberg. Matthias Mittelberg hat hier als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU gesprochen und natürlich auch nochmal hier die Kritik am Nachtragshaushalt formuliert. Und jetzt hören wir mal für die SPD-Fraktion den finanzpolitischen Sprecher Michael Schrodi. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Bundesfinanzminister Christian Lindner, ich gratuliere Ihnen noch mal ganz herzlich zu Ihrem neuen wunderbaren Amt. Wir werden Sie als SPD-Bundestagsfraktion, als Finanzpolitiker in Ihrer Arbeit kollegial, bei Zeiten auch kritisch, aber immer konstruktiv begleiten und zusammenarbeiten. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Sie haben einige finanz- und haushaltspolitische Punkte hier genannt, die wichtig sind in den nächsten 4 Jahren. Ich möchte es an 3 Punkten festmachen, was uns ebenfalls wichtig ist. Die Pandemie ist eine Krise, eine Gesundheitskrise, aber auch eine umfassende wirtschaftliche und soziale Krise, eine Notlage, die wir nicht nur mit Impfungen, sondern auch mit gezielten und gleichzeitig großem finanziellen Einsatz bekämpfen müssen und auch werden. Bisher haben CDU, CSU dies aus volkswirtschaftlicher Vernunft und Pragmatismus mitgetragen. Jetzt in der Opposition soll das plötzlich falsch sein. Jetzt in der Opposition wollen Sie auf die Konjunkturbremse treten, mit all den negativen Folgen, ausbleibenden Investitionen, möglichen firmenbleibenden Verlust von Arbeitsplätzen. Das erinnert mich ein wenig an Bertolt Brechts Lied von der Tünche, in dem versucht wird, Risse in einem Gemäuer mit ein bisschen Farbklecksen zu übermalen. Aber ein paar Farbeimer aus dem Baumarkt reichen in dieser Krise nicht aus.
um konjunkturelle Risse zu kitten. Da müssen auch Ziegel- und Stahlbeton, da müssen auch Halbleiter und schnelles Internet, da müssen auch Solaranlagen und Wärmepumpen dazukommen. Und dafür werden wir sorgen, denn nichts zu tun oder Tünnchen zu verteilen, würde uns teuer zu stehen kommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Oder wie es zuletzt auch der Ökonom Jens Südikow ausdrückte, damit es nicht zum ökonomischen Long-Covid kommt, müssen jetzt massiv investiert werden. Und gleichzeitig ist diese Investitionsoffensive, hat Herr Lindner richtig gesagt, ein wichtiger Impuls für die Modernisierung und Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Und erzielt im Ergebnis das Gegenteil von wirtschaftlichem Long-Covid. Wir stützen unsere Wirtschaft und machen sie zukunftsfähig. Wir erhalten alte und schaffen neue, hoffentlich auch tarifgebundene Arbeitsplätze. Und wir halten damit auch die Steuereinnahmen von morgen. Das ist solide, zukunftsgerichtete und verfassungskonforme Wirtschafts- und Finanzpolitik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine steuerliche Maßnahme, hat auch der Finanzminister schon gesagt, mit dem wir gezielt und schnell wirksam Unternehmen unterstützen wollen, ist die Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter mit umfangreichen Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen, die jetzt in die Zukunft investieren. Wir haben aber auch die Kommunen im Blick, denn 2/3 aller Investitionen in den Kommunen werden von diesen auch getätigt. Sie brauchen also finanzielle Spielräume. Deshalb war es wichtig, dass wir jetzt uns vereinbart haben, sie von ihren Altschulden zu entlasten und beispielsweise noch stärker am Aufkommen aus Windkraft- und Solaranlagen zu beteiligen und damit die kommunale Finanzausstattung zu stärken. Das ist ein wichtiges Signal an die kommunale Ebene, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zuletzt ist zur Finanzierung der Transformation auch privates Kapital notwendig. Wir brauchen deshalb einen leistungsstarken europäischen Banken- und Kapitalmarkt. Wir wollen die Bankenunion vollenden und die Kapitalmarktunion auch vertiefen. Aber das für uns so wichtige Drei-Säulen-Modell aus privaten Geschäftsbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken erhalten und zukunftsfest machen. Zum Zweiten. Wir treten an, auch in unserem Bereich, für mehr Respekt, für mehr Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ja, Herr Lindner, mit dem Blick auf die Einkommensteuerreform haben wir uns noch auf keine Reform einigen können. Das heißt aber nicht, dass alles so bleibt, wie es ist. Im Gegenteil. Wir werden dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger finanziell entlastet werden. Das untermauert das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ZEW in der Süddeutschen Zeitung. Dort, ich darf zitieren, steht, am meisten dürften jene Menschen von der neuen Regierung haben, die am wenigsten haben, Bürger in Haushalten, die höchstens 20.000 Euro brutto im Jahr verdienen, also grob den aktuellen Mindestlohn bei Vollzeit. Und diese finanziellen Entlastungen werden bis weit in die Mitte unserer Gesellschaft reichen und so auch die Ungleichheit in Deutschland, so das ZDW, signifikant reduzieren. Das ist ein wichtiges Signal. Wir wollen den sozialen Zusammenhalt in unserem Land stärken. Zu dieser Entlastung tragen neben der Erhöhung des Mindestlohns auch die EEG-Umlage den Abbau, auch beispielsweise verbesserte Abzugsmöglichkeiten bei den Rentenbeiträgen oder die Erhöhung des Sparerpauschbetrags hinzu und auch eine Reform der Kindergrundsicherung oder beziehungsweise des steuerlichen Kinderfreibetrags. Denn der hat bisher dazu geführt, dass die Spitzeneinkommen am meisten profitiert haben. Bis zu 100 Euro höhere Förderung als die Kindergeldbezieherinnen und Kindergeldbezieher bisher. In Zukunft sollen Kinder aus Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen am stärksten unterstützt werden. Endlich, kann ich da auch bloß sagen. Es geht aber auch um mehr Respekt für die große Mehrheit der ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, Herr Bundesfinanzminister, das haben Sie zu Recht auch erwähnt. Wir werden deshalb Steuerhinterziehung und schädliche Steuergestaltungen mit aller Konsequenz verfolgen und unterbinden. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns nach der grenzüberschreitenden Anzeigepflicht auch auf eine nationale Anzeigepflicht für Steuergestaltungen einigen konnten. Und auch den Umsatzsteuerbetrug wollen wir bekämpfen, beispielsweise durch ein bundesweit einheitliches elektronisches Meldesystem, mit dem wir zugleich die Digitalisierung der Steuerkommunikation voranbringen wollen. Über eines freue ich mich aber natürlich besonders, für das vom vormaligen Bundesfinanzminister Olaf Scholz maßgeblich vorangetriebene Projekt,
der globalen Mindestbesteuerung liegt jetzt ein Richtlinienvorschlag der EU-Kommission vor, der noch bis Sommer beschlossen werden und dann zügig in deutsches Recht umgesetzt werden soll. All das sind wesentliche Beiträge zu mehr Steuerehrlichkeit und fairen Wettbewerbsbedingungen. Und das ist gut so, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und drittens, Steuer- und Finanzpolitik ist keine trockene Materie, sie ist täglich für Menschen spürbare Gesellschaftspolitik. In der Pandemie erleben wir gerade jeden Tag, wie wichtig Solidarität und sozialer Zusammenhalt sind. Viele Bürgerinnen und Bürger tragen mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit dazu bei. Dazu herzlichen Dank. Und wir werden diese ehrenamtliche Arbeit auch in Zukunft unterstützen. Zu einer demokratischen Gesellschaft gehört aber auch eine starke Zivilgesellschaft, die sich für unterschiedlichste Belange engagiert, die Diskussionen führt und sich einsetzt. Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich hier an dieser Stelle in meiner Rede zum Jahressteuergesetz verdeutlicht und auch versprochen, dass wir im nächsten Jahr, damals habe ich gesagt, mit dem Kanzler Olaf Scholz und anderen Mehrheiten, ein rotes Päckchen der Gemeinnützigkeit mit mehr Rechtssicherheit für die Zivilgesellschaft und den Weihnachtsbaum legen werden. Es ist nun ein rot-grün-gelbes Päckchen geworden und es freut mich, dass wir dann klarstellen werden, dass sich Zivilgesellschaft, dass sich gemeinnützige Organisationen natürlich auch in ihrem Rahmen politisch betätigen können, ohne ihre Gemeinnützigkeit zu gefährden. Sie stärken unsere Demokratie, sie engagieren sich in und für unsere Demokratie. Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Ampelkoalition hat sich viel vorgenommen, unser Land moderner, unser Land gerechter zu machen. Ich lade Sie alle, auch die Opposition, ein, sich an diesen großen Aufgaben zu beteiligen. Vielen Dank. Oh, vielen Dank, Herr Kollege Schröder. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, ein kleiner technischer Hinweis für die Kolleginnen und Kollegen auf der Tribüne. Da die Redezeitenanzeige bei Ihnen nicht vorliegt, werde ich mich akustisch bemerkbar machen, wenn Ihre Redezeit zu Ende geht. Also ein leichtes Klopfen, was Sie vernehmen, bedeutet, kommen Sie bitte zum Schluss. Es wäre schön, das zu beachten. Sie können ja nichts dafür, dass Sie keine Uhr haben. Nächster Redner ist der Kollege Peter Büringer, AfD-Fraktion. Herr Präsident, guten Morgen von hier oben nach unten in den Plenarsaal. Minister Lindner, Sie haben eben die Leitlinien Ihrer Politik erläutert. Doch ist es wirklich Ihre eigene Politik? Haben Sie auch als FDP-Politiker gesprochen oder nur als Handlanger einer grün-roten Koalition, in der Sie eigentlich nur als Mehrheitsbeschaffer fungieren? Von den FDP-Positionen vor der Wahl ist fast nichts übrig geblieben. Abschaffung des Soli? Leider nein. Entlastung bei der Einkommensteuer? Abgesagt. Einhaltung der Schuldenbremse? Nein, stattdessen lieber ein verfassungswidriger Nachtragshaushalt. Übrigens zu 100% schuldenfinanziert, das haben Sie eben als ernsthaft als generationengerecht bezeichnet. Dann der Etikettenschwindel der ökosozialen Marktwirtschaft, hinter dem sich einfach nur Planwirtschaft unter dem Dogma der CO2-Ideologie verbirgt. Deutschland hat bereits heute die höchsten Strompreise der Welt. CO2-Null-Emission bedeutet eine weitgehende Deindustrialisierung Deutschlands mit verheerenden Folgen für Arbeitsplätze und Wohlstand. Und auch die angeblichen Entlastungen sind Mogelpackungen. Die riesige EEG-Umlage etwa wird nur pro forma abgeschafft, um sie dann über den Umweghaushalt bzw. Abgaben sofort wieder zu erheben. Was den Bürgern nach bürokratischer Umverteilung gegeben wird, wird ihnen hintenrum wieder genommen. Freiheitlich-marktwirtschaftlich ist unter rot-gelb-grünem Klimadiktat bald gar nichts mehr. Noch mehr Zwang zu Windrädern, noch mehr Wasserstoffutopien, eine faktische Pflicht zu E-Autos, ein Verbot von Ölheizungen. Und Deutschland ist zudem das einzige Land weltweit, das den Wahnsinn des gleichzeitigen Ausstiegs aus Kohle und Kernkraft betreibt. Während unsere Nachbarn den grünen Atomstrom mit moderner, risikofreier Technik ausbauen, schalten wir alles Bewährte ab und die Ampel erfindet im Koalitionsvertrag stattdessen einfach mal eben neue Zukunftsmärkte am ideologischen Reißbrett. Wie immer in der Geschichte muss und wird solch planideologischer Machbarkeitswahn scheitern. Die Aufgabe der Marktwirtschaft, der privaten Marktwirtschaft, wird riesige Kapitalmengen fehllenken sowie
deutsche Unternehmen, Produktionskapazitäten und am Ende auch fähige Bürger außer Landes treiben. Aber damit nicht genug der Unfreiheit. Beim Thema Bürgerrechte sieht es nicht besser aus. Abschaffung der Zensur durch das NetzDG nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Nein zum Impfzwang, plötzlich trägt die FDP diesen sogar mit. Bei Medizinern, Pflegern, Soldaten und Polizisten war das die allererste Tat der Ampel. Schämen Sie sich. Und dann noch die unsägliche 2G-Regel, die uns zwingt, hier von der Tribüne auszusprechen, die nicht Teil des Plenarsaals ist, nur weil wir Millionen von ebenfalls diskriminierten Menschen auf unserem Recht nach Artikel 2 Grundgesetz auf körperliche Unversehrtheit bestehen. Wie sagte Guido Westerwelle in seiner Abschiedsrede 2011, die Freiheitsbedrohung Deutschlands kommt leise daher und bürokratisch. So ist es, und sie kommt aus dem Inneren der FDP. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Böhringer. Nächste Rednerin ist die Kollegin Lisa Paus, Bündnis 90 Die Grünen. Und Peter Böhringer von der AfD-Fraktion, der hat ja von der Tribüne gesprochen. Einfach nochmal zur Erklärung, wie Sie vielleicht wissen, im Plenarsaal ist ja 2G-Plus-Regel. Alle, die einen sozusagen, die diese Regel nicht erfüllen, dürfen auf der Tribüne teilnehmen, sofern sie einen Test vorweisen können. Meine Damen und Herren, die Verhandlungen im Bereich Finanzen, die waren nicht einfach. Manche haben geunkt, wir würden uns darüber zerlegen, aber ich finde, wir finden, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Es ist solide und es ist tragfähig, meine Damen und Herren. Denn wir sind unserem eigenen Anspruch gerecht geworden. Mit diesem Haushalt, mit diesen Leitlinien, die wir uns gegeben haben, werden wir das Jahrzehnt der Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung umsetzen. Und das ist das, was dieses Land ganz, ganz dringend braucht. Fangen wir an mit der KfW. Die KfW, wissen wir, macht seit vielen Jahrzehnten einen ganz entscheidenden und wichtigen Job in Deutschland. Gerade auch in der Corona-Pandemie hat sie ganz, ganz vielen Unternehmen geholfen, durch die Krise zu kommen. Wir werden die KfW-Bank umbauen zur Transformationsbank für das Jahrzehnt des Klimaschutzes und der Digitalisierung. Deutschland wird mit diesem Koalitionsvertrag, dazu haben wir uns bekannt, zum führenden Standort von Sustainable Finance ausgebaut, zum Thema nachhaltige Finanzen, nachhaltiger Finanzmarkt. Wir haben ein gemeinsames Verständnis davon, dass das Thema Klima nicht nur ein überwölbendes Thema ist für Deutschland und für die ganze Welt, sondern dass damit eben auch massive Finanzrisiken verbunden sind. Klimarisiken sind Finanzrisiken. Das ist das Verständnis dieser Bundesregierung. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Das heißt eben, wir machen kluge und vorausschauende Finanzpolitik und Finanzmarktpolitik. Dazu passt leider nicht der von der Kommission vorgelegte Delegierte Rechtsakt zur Taxonomie. Atom und Gas sind keine dunkelgrüne Technologie. Sie haben in der Taxonomie eigentlich nichts zu suchen. Deswegen freue ich mich über das klare Nein zum Atom von dieser Bundesregierung in der Taxonomie. Aber damit nicht genug. Die Bundesregierung wird weitermachen mit ihrem Programm zu Green Bonds. Wir werden die eigenen Anlagen Paris-kompatibel anlegen. Und auch die deutsche Exportfinanzierung wird auf den Prüfstand kommen, damit wir auch insgesamt international ausstrahlen. Wir sind Paris-aligned, Paris-kompatibel mit allen unseren finanziellen Instrumenten, meine Damen und Herren. Und ja, wir werden den Energie- und Klimafonds umbauen zum Klima- und Transformationsfonds und werden die Rücklage erhöhen, um die Folgen der Pandemie und gleichzeitig die bestehenden Risiken für die Erholung der Wirtschaft damit abzufedern und damit eben auch uns allgemein zukunftsfähig zu machen, damit wir gut aus der Krise kommen und nicht in die nächste Krise reinstolpern. All das müssen wir verhindern, meine Damen und Herren. Beim Thema umweltschädliche Subventionen hätten wir Grünen uns mehr Mut gewünscht. Aber auch dort wird es Schritte geben. 5 Milliarden Euro werden abgebaut an umweltschädlichen Subventionen in der Bundesregierung. Wir werden die Lkw-Maut reformieren und wir werden auch die Plastikabgabe verursachergerecht einführen in Deutschland. Und auch die EEG-Umlage werden wir abschaffen, um tatsächlich da auch die klaren Anreize zu setzen, dass eben erneuerbare Energie günstig wird und das Problem, was wir haben, nämlich die fossile Energie, dass wir unabhängig werden von der fossilen Energie, auch das zentraler Baustein dieser neuen Bundesregierung.
Ja, wir konnten uns nicht einigen auf mehr Steuergerechtigkeit, darauf, dass durch Steuermehreinnahmen von Gutverdienern wie uns Bundestagsabgeordneten oder auch anderen untere Einkommen entlastet werden. Aber wir werden, und auch das hat der Minister bereits gesagt, gemeinsam vorgehen gegen Steuertricks und gegen Steuerbetrug. Und das heißt, wir haben uns vorgenommen, eine internationale Vorreiterrolle einzunehmen im Kampf in diesem Bereich. Das heißt, wir unterstützen die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung. In dieser Bundesregierung wird es eben zukünftig 15% Mindestbesteuerung für Unternehmen geben. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Aber damit nicht genug. Es wird eine Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle auch für nationale geben. Wir werden dafür sorgen, dass große Immobilienkonzerne künftig Grunderwerbsteuer auch bei Share Deals zahlen müssen. Und auch gegen den milliardenschweren Umsatzsteuerbetrug werden wir verstärkt vorgehen, insbesondere durch die Einführung eines E-Rechnungssystems. Und gerade in diesen Tagen, wo es ja weiterhin vor Gerichten Prozesse gibt zu Cum-Ex und auch Untersuchungsausschüsse laufen, ist es noch mal wichtig zu betonen, dass diese Bundesregierung konsequent Steuergelder aus Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften zurückfordern wird und alles dafür tun wird, dass ähnliche, aktuell noch mögliche Geschäfte unterbunden werden. Auch die Steueroasenliste soll regelmäßig aktualisiert werden und der automatische Informationsaustausch erweitert und die Quellenbesteuerung ausgeweitet werden. Ähnliche Dinge haben wir auch im Bereich der Geldwäsche vor. Auf das Thema Vollendung der Bankenunion ist bereits mein Kollege Schrodi eingegangen. Und deswegen freue ich mich, ganz am Schluss noch mal zu sagen, wir machen auch die notwendigen Entlastungen, aber wir werden auch dafür sorgen, dass wir die Gemeinnützigkeit reformieren, damit tatsächlich politische Betätigung in Deutschland rechtssicher auch von gemeinnützigen Organisationen wieder gemacht werden kann. Auch das ein ganz wichtiger Punkt. Danke für die Mühe. Vielen Dank, Frau Kollegin Paus. So sagt Lisa Paus, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Und Christian Lindner hier auf der Regierungsbank kann jetzt einiges an Kritik erwarten, wenn ich die nächste Rednerin so sehe, Gesine Lötsch von der Linken, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zurzeit erleben wir drei globale Krisen gleichzeitig. Erstens die Corona-Pandemie, zweitens die Klimakrise. Und beide Krisen verschärfen die dritte Krise, die Verteilungskrise. Und die muss endlich überwunden werden, meine Damen und Herren. Das Vermögen konzentriert sich immer stärker in den Händen einer wenigen Milliardäre, die die Welt unter sich aufgeteilt haben. In der Bundesrepublik besitzen die reichsten 10% zwei Drittel des gesamten Vermögens. 45 Deutsche besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Das ist zutiefst ungerecht und beschneidet Lebenschancen, meine Damen und Herren. Und mehr noch. Die extreme Ungleichheit ist eine große Gefahr für die Demokratie, für die gesellschaftliche Entwicklung, für den Fortschritt. Und auch deshalb muss sie überwunden werden, meine Damen und Herren. Die Lösung all dieser Krisen kostet viel Geld und Mut. Allein die zusätzlichen staatlichen Ausgaben für den Klimaschutz werden für den Zeitraum bis 2030 auf jährlich 46 Milliarden Euro geschätzt, sagt uns die Agora Energiewende. Und ich sage Ihnen, mit Schuldenbremse und Steuergeschenken an Reiche werden diese Krisen nicht zu lösen sein, meine Damen und Herren. Und wir wissen doch alle oder sollten es wissen, das Verfallsdatum der neoliberalen Ideen war spätestens mit der Finanzkrise 2008 erreicht. Das darf nicht vergessen werden. Wir haben in den vergangenen Monaten die alte Regierung immer wieder gefragt, wem sollen die Kosten der Krise aufgebürdet werden? Wir haben keine Antwort erhalten. Auch diese Regierung hat die öffentliche Antwort auf diese Frage verweigert. Das nehmen wir nicht hin. Wir sagen Ihnen ganz deutlich, es darf nicht sein, dass die Krisenkosten wieder bei den Armen und den Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen abgeladen werden, wie das schon bei den Kosten der Finanzkrise war. Das ist nicht zu akzeptieren. Und alle fragen sich, warum die FDP, der kleinste Koalitionspartner, die Koalitionsverhandlungen für sich entschieden hat.
Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen, Sie wissen doch, welchen immensen Schaden die veralteten neoliberalen Ideologien in den letzten 20 Jahren angerichtet haben. Und wir alle und natürlich auch die Grünen wissen, die Klimakrise kann mit Marktmechanismen nicht bewältigt werden. Dafür braucht es andere, meine Damen und Herren. Das Resultat sehen wir doch jetzt schon an den Stromzählern. Was tun Sie denn gegen die Explosion der Energiekrise? Warum führen Sie nicht wieder Preiskontrollen ein? Wo ist das angekündigte Klimageld? Hier muss gehandelt werden. Und jeder, der sehen will, sieht das Marktversagen an allen Ecken und Enden. Medikamentenmangel ist Marktversagen. Hyperglobalisierung ist ein Drahtseilakt ohne Netz und doppelten Boden. Und die Pandemie hat uns allen gezeigt, das Drahtseil kann reißen, Lieferketten zerbröseln. Und dann stehen wir ohne Medikamente und Schutzkleidung da. Warum, frage ich Sie, haben wir kein Netz und keinen doppelten Boden? Ich kann die Frage beantworten, weil es im Kapitalismus um hohe Profite und niedrige Kosten geht. Und Sicherheit ist nur ein unliebsamer Kostenfaktor. Und das darf so nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Und eine verantwortungsvolle Regierung ist für die Sicherheit in einem Land zuständig. Und soziale und gesundheitliche Sicherheit kostet nun einmal Geld. Denn Sicherheit wird nicht allein durch Polizei und Militär garantiert. Das ist altes Denken. Meine Damen und Herren, viele führende Ökonomen fordern eine gerechte Verteilung von Vermögen in unserer Gesellschaft. Wir auch, weil das der richtige Weg ist. Meine Damen und Herren, wir brauchen das Geld, um in eine sichere Zukunft zu investieren. Mit dem Nachtragshaushalt, Herr Lindner, haben Sie sich ein paar Buchungstricks ausgedacht. Aber das wird Ihnen auf lange Sicht nicht helfen. Sie müssen Farbe bekennen. Wer die Krisen bewältigen will, der muss endlich eine mutige, gerechte Steuerreform durchsetzen. Und wir als Linke fügen hinzu, wir wollen eine einmalige Vermögensabgabe für Milliardäre und Multimillionäre. Das würde 0,7% der Bevölkerung in unserem Land betreffen. Und das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt, meine Damen und Herren. Abschließend, Herr Lindner, Sie haben Ihre Ministerkollegen aufgerufen, sparsamer zu sein. Ich beginne gleich mit dem Vorschlag, verzichten wir auf ein neues Wettrüsten. Wenn wir 2% des Bruttoinlandsproduktes für Rüstung ausgeben, gefährden wir die Welt. Wir müssen auf friedliche Kursexistenz sichern. Das ist Fortschritt und dafür stehen wir. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Lötsch. Und nun lauschen wir den Worten des Kollegen Christoph Meyer, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, auch in der Debatte eben wurde schon klar, dass wir gemeinsam, dass die Koalition zu Beginn dieser Legislaturperiode vor erheblichen Herausforderungen steht. Wir müssen dieses Land durch die Pandemie bringen und wir müssen das Land zukunftsfest und zukunftsfähig machen und aufholen, wo wir in den letzten Jahrzehnten Chancen vertan haben. Und da, lieber Kollege Mittelberg, finde ich die Begrifflichkeiten, die Sie ja gewählt haben, mit Ehrlichkeit und Stillstand doch schon ein wenig merkwürdig. Sie haben hier die EEG-Umlage angesprochen. Wer hat denn im letzten Jahrzehnt diese EEG-Umlage in der Form so lange bewahrt? Das waren doch Sie, das war eine CDU-geführte Koalition. Wer hat denn die, nach Ihrer offensichtlich mittlerweile auch Erkenntnis, die verfassungswidrigen Rentenbesteuerungen so lange so auf der Ebene gehalten? Das waren doch auch Sie, auch dafür sind Sie verantwortlich. Sie beklagen hier einen CO2-Preis, den Ihre Koalition, Ihre Vorgängerkoalition eingeführt hat. Wenn Sie also über Stillstand und Ehrlichkeit sprechen, sollten Sie sich erst mal selbst ehrlich machen, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Koalition. Dann sind Sie vielleicht auch als seriöse Opposition ein Partner für uns. Was jetzt zu tun ist, ist akute Krisenbekämpfung. Und wir stellen Mittel zur Verfügung, die notwendig sind zur Bekämpfung der Corona-Krise. Und dieser zweite Nachtragshaushalt, und das haben wir an diesem Mittwoch noch einmal im Haushaltsausschuss sehr deutlich gemacht, stellt dem EKF, dem zukünftigen Transformationsfonds, zweckgebunden Mittel zur Verfügung. Sie sind zeitlich befristet, kurz- und mittelfristig. Und was wir tun, anders als die Vorgängerregierung, ist, dass wir fokussieren
auf einen Kreis von Ausgaben und dass wir priorisieren, nicht mit der Gießkanne, wie es in der ersten Corona-Bekämpfungswelle geschehen ist, sondern konkret da, wo die Baustellen, die Sie diesem Land hinterlassen haben, am größten sind. Und wir verbinden das mit der Aktivierung von privatem Kapital für Investitionen. Das Stichwort Investitionsprämie, Superabschreibung ist bereits gefallen. So kommt die Wirtschaft wieder auf die Beine. Und ich bin dankbar, dass wir in diesem Koalitionsvertrag auch die Kraft hatten, klar zu sagen, dass wir alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen müssen, gerade um zu priorisieren. Und wenn wir ehrlich sind, hatten wir dieses Problem der ausufernden Ausgaben auch schon vor Beginn der Corona-Pandemie. Auch da hatten Sie damals schon nicht die Kraft, aufgrund der guten Einnahmesituation vielleicht auch nicht die Notwendigkeit gesehen, dass wir uns die Ausgaben angucken. Das wird jetzt Christian Lindner, das wird jetzt diese Koalition nachholen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Koalition hat sich sehr viel vorgenommen. Und ich glaube, wir sollten nicht in eine Aufwägung eintreten, welcher Partner sich wie in diesem Koalitionsvertrag durchgesetzt hat. Insgesamt ist es ein solides, ist es ein gutes Dokument, dieser Koalitionsvertrag, auf dem wir die nächsten 4 Jahre gemeinsam gestalten werden. Und zentral, wenn man die Debatte der letzten drei Tage verfolgt, ist, dass Christian Lindner Erfolg hat als Finanzminister, um die Spielräume für all die anderen guten Themen, die Projekte, die wir miteinander vereinbart haben, zu schaffen. Hier freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Hiermit nehmen wir Verantwortung für die Zukunft wahr. Und dafür danke ich Ihnen. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Sagt Christoph Meyer hier für die FDP-Fraktion. Ja, die Ampelkoalition will nach der Expertenkritik bei der Anhörung im Haushaltsausschuss am vergangenen Montag ihre Pläne für den Nachtragshaushalt 2021 nochmal nachschärfen. Also der Energie- und Klimafonds, wo ja diese 60 Milliarden hinverschoben werden, der soll klarere Vorgaben bekommen, was mit dem Geld passieren soll. Also konkretisierte Verwendungszwecke, beispielsweise in Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Gebäudebereich und so weiter. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister. Mit dem Zitat Steuerentlastung von mehr als 30 Milliarden Euro wurden wir in dieses Jahr begrüßt. Und ja, alle Achtung, Ihre Marketingabteilung hat 10 von 10 Punkten verdient. Der Titel auf der Seite der größten Zeitung dieses Landes hat mit Sicherheit Eindruck gebracht, aber nur 2 Tage lang. Denn ich danke allen Fachjournalisten, die in den Tagen danach sich auf den Weg gemacht haben, diesen 30 Milliarden hinterherzuspüren und völlig begründet titelt dann am nächsten Tag das Handelsblatt Lindners Taschenspielertrick oder die Welt die Steuerschwindelei des Christian Lindners. Die 30 Milliarden, mal kurz mit Zahlen unterlegt. Matthias Mittelberg hat auf die 5 Milliarden für die Rentenbesteuerung schon hingewiesen. Daneben ist allein bei einer Inflation von 3% die Anhebung des Grundfreibetrags und des Kinderfreibetrags, die verfassungsrechtlich geboten sind, mit 23 Milliarden Euro für diese Legislaturperiode zu finanzieren. Wir sind dann bei 28 Milliarden. Zu Ihren 30 Milliarden fehlen noch 2, dann verteilt auf 4 Jahre. Heißt, dass Ihr gesamtes steuerpolitisches Konzept für diese Legislaturperiode sich abspielt im Rahmen von 500 Millionen Euro pro Jahr. Sie haben zu Recht in der Bild-Zeitung nicht näher ausgeführt, was Sie damit machen wollen. Sie haben es heute nachgeholt. Aber allein die beiden Maßnahmen Homeoffice-Pauschale und Pflegepauschale kriegen Sie aus diesen 500 Millionen nicht finanziert. Und so wichtig diese Maßnahmen für die Betroffenen sind, wenn das Programm, das finanzpolitische Programm für diese Legislaturperiode ist, dann mache ich mir deutlich Sorgen. Sie haben die Ausweitung des Verlustrücktrags angesprochen. Das ist eine wichtige Maßnahme. Aber wenn ich mir dann angucke, was in Ihrem Wahlprogramm noch alles versprochen war, von Abflachung des Mittelstandsbauchs, wichtige Maßnahme, Spitzensteuersatz nur für Spitzenverdiener, würden wir sofort unterstützen. Komplette Abschaffung Solidaritätszuschlag, an der Sie ja sogar den Koalitionsvertrag mit uns haben scheitern lassen, dann haben all diese Maßnahmen es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft.
auch nicht geschafft in den Koalitionsvertrag, hat es der Freibetrag für die Grunderwerbsteuer. Stattdessen schwurbelt Herr Dürr bei der Frage, welche Förderprogramme im Bundeshaushalt reduziert werden sollen, über das Baukindergeld. Da die Frist des Baukindergelds aber längst abgelaufen ist, können Sie da eine Einsparung nur erzielen, wenn Sie rückwirkend in die Fristen eingreifen. Und da kann ich Ihnen schon jetzt den vehementen Widerstand unserer Fraktion ankündigen. Das ist mit uns nicht zu machen. Lassen Sie die Finger von dem Baukindergeld. Als zweite Maßnahme, wo Sie Geld aus dem Bundeshaushalt hernehmen wollen, gibt es im gleichen Interview von Herrn Dürr den Hinweis, man wollte doch die aufgeblähte Bundesregierungsverwaltung jetzt endlich mal von Personalkosten reduzieren. Sie haben nur bei der Kommunikation ein Problem gemacht. Sie haben die Erhöhung Ihrer 324 zusätzlichen Stellen für die Regierung 2 Tage vor diesem Interview öffentlich gemacht, sodass bei NTV und anderen Zeitungen der Einsparungsvorschlag von Herrn Dürr genau neben der Ausweitung der Personalstellen steht. Und ehrlich gesagt, das kommt ein bisschen blöd. Sie haben angekündigt ein Corona-Steuerhilfegesetz. Ich habe Ihnen schon gesagt, bei den 30 Milliarden haben Sie dafür überhaupt kein Spiel mehr. Aber Sie können ja auch Dinge tun, die nicht so teuer sind. Sie hätten die Fristen für Steuerberater verlängern können. Das kündigen Sie jetzt für Ihr Corona-Steuerhilfegesetz an. Wenn ich mal hochrechne, wie lange eine Gesetzgebungsfrist braucht, dann sind wir 3 Monate weiter, Minimum. Dann ist die alte Frist schon fast abgelaufen. Dann können Sie sich das auch sparen. Sie haben gestern die Frist ablaufen lassen für die EU-Taxonomie, die reguläre Frist, wo Sie uns heute hätten sagen können, wie Sie auf Dauer verhindern wollen, dass EU-Fördermittel demnächst in Atomkraftwerke gehen. Die Kollegen von den Grünen haben Sie darauf hingewiesen. Nichts haben Sie in Ihrer Rede dazu gesagt. Sie haben sehr oberflächlich sich zur Vollendung der Bankenunion bekannt. Auch das steht in diesem Sommer an. Ich wüsste sehr gerne, wie Sie die Staatsanleihenunterlegung mit Risikokapital in der EU durchsetzen wollen. Allein der Satz, wir vollenden die Bankenunion, ist ziemlich oberflächlich für einen Minister in dieser Legislaturperiode. Ich bin sehr gespannt, ob Sie unsere Einladung in den Finanzausschuss annehmen. Das müsste sehr bald passieren, denn dieses Thema ist uns wichtig. Wir wollen die Einlagen der Sparer gesichert haben, und da ist eine Risikoreduzierung in den Bankenbilanzen auf jeden Fall erforderlich. Kindergrundsicherung. Ich gebe zu, und meine Kollegin Lisa Paus weiß das, dass ich das für ein gutes Projekt halte. Aber wer eine Kindergrundsicherung, wo Sie bei finanzschwächeren Eltern Geld drauflegen wollen, geht nur mit Haushaltsgeld. In den 30 Milliarden, die Sie erwähnt haben, ist aber kein einziger Euro dafür übrig. Das heißt, Sie können Schwache nur dann begünstigen, wenn Sie besser verdienen, das wegnehmen. Und auch das ist nicht unsere Vorstellung von Familienförderung. Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Letzte Zahl, kalte Progression. Das Deutsche Institut für Wirtschaft hat ausgerechnet, dass die kalte Progression bis 2025 30 Milliarden Euro ausmacht. Hoppla, da ist die 30 Milliarden wieder. Sie haben sich einfach vertan. Sie meinten nicht Entlastung, sondern Belastung. Auch das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Vielen Dank, Frau Kollegin Tillmann. Ja, Antje Tillmann, die finanzpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion, hat noch einige Fragen an den Bundesfinanzminister, aber wir sind ja auch am Anfang der Legislatur und da wird es noch häufiger ein Aufeinandertreffen geben. Dennis Rohde jetzt für die SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lage, in der wir diese Debatte führen, ist nicht vergleichbar mit der Debattenlage zu Beginn der letzten oder gar der vorletzten Legislaturperiode. Hatten wir zu diesen Zeitpunkten immer ein starkes Wirtschaftswachstum, große Steuereinnahmen, keine Krise? Hatten wir eine Situation, in der wir investieren konnten in die äußere, in die innere und in die soziale Sicherheit dieses Staates, stellt sich die Situation heute anders dar. Aber ich will noch mal deutlich machen, dass das, was wir auch in den letzten 8 Jahren gemacht haben, nämlich insbesondere die soziale Sicherheit in diesem Staat, die sozialen Netze zu stärken, der Grundstein dafür ist, dass wir heute als Gesellschaft geschlossen in dieser Krise dastehen, mit einigen wenigen Ausnahmen. Und ich glaube, das ist auch Verdienst der Politik der letzten 8 Jahre. Und heute setzen wir dort an, indem wir große Vorsorgetitel haben, indem wir eine zentrale Botschaft aussenden, die zentralste Botschaft vielleicht der Haushaltspolitik dieser Legislaturperiode in der Pandemie. Wir werden, ob es bei Gesundheitsfragen oder bei Wirtschaftsfragen ist, keinen in diesem Land zurücklassen. Es wird nicht am Geld scheitern. Wir werden den Menschen auch durch die weiteren Wochen und Monate dieser Krise helfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir wollen
Und wir diskutieren ja in der nächsten Sitzungswoche nochmal den Nachtragshaushalt. Wir wollen nicht nur kurzfristig wirksame Maßnahmen ergreifen, sondern wir wollen diese Krise langfristig, dauerhaft, nachhaltig beenden. Wir wollen die Transformation dieses Landes hin zur CO2-Neutralität anschieben. Und das ist auch einer der Schwerpunkte der Haushaltspolitik in dieser Legislaturperiode. Und wir haben uns vorgenommen, wir wollen 2023 wieder die verfassungsgemäße Schuldenbremse einhalten. Wir wollen 2023 nicht noch einmal die außergewöhnliche Notsituation feststellen. Ich will mal deutlich machen, das ist nicht allein eine finanz- oder haushaltspolitische Zielstellung. Das ist ein gesellschaftspolitisches Ziel, was wir haben wollten. Weil das bedeutet nämlich, dass wir nicht mehr in einer außergewöhnlichen Notsituation sind. Das bedeutet nämlich, dass die Art und Weise, wie wir leben und wirtschaften, nicht mehr nachhaltig eingeschränkt ist. Und ich finde, das sollte unser aller Ziel sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gerade gesagt, wir werden große Investitionspakete schnüren, um diese Krise nachhaltig zu verlassen. Und das ist auch uns Sozialdemokraten besonders wichtig. Wir haben im Wahlkampf immer gesagt, wenn wir jetzt anfangen, gegen diese Krise anzusparen, machen wir es noch schlimmer. Dieser Staat braucht Handlungsmöglichkeiten. Und zu sagen, man kann keine neuen Schulden machen, man macht bei der Einnahmesituation nichts, das hätte dazu geführt, dass es zu der wahrscheinlich größten Streichung im Bundeshaushalt aller Zeiten geführt hätte. Und das hätte den wirtschaftlichen Aufschwung in diesem Land abgedrosselt. Dagegen haben wir uns immer gewehrt. Und dieser Koalitionsvertrag ist ein Bekenntnis zu Investitionen und zum nachhaltigen Wachstum. Und das begrüßen wir sehr. Und wir haben auch in den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag nicht nur an unsere staatliche Ebene gedacht. Denn gerade wenn wir über Investitionen reden, wissen wir ja, das Gros der Investitionen kommt nicht vom Bund bei den staatlichen, kommt nicht vom Land, sondern das Gros der staatlichen Investitionen findet auf der kommunalen Ebene statt. Und wir haben Kommunen, die sind übrigens meistens unverschuldet, weil sie einen erheblichen Strukturwandel zu schultern hatten, in einer Situation, dass sie so überschuldet sind, dass sie keine Möglichkeit zum Investieren mehr haben. Das ist ebenfalls eine große Investitions- und Nachhaltigkeitsbremse. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, eine Altschuldenregel für diese Kommunen auf den Weg zu bringen. Und ich appelliere an die Bundesländer, die massiv betroffen sind, insbesondere auch an NRW, gehen Sie den Weg dieser Bundesregierung mit. Er gibt Kommunen Handlungsmöglichkeiten und stärkt diesen Staat. Vielen Dank, Herr Kollege Rode. Redezeit ist zu Ende, ja, so ist es. Herr Präsident. Vielen Dank. Ja, das hatte der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Hat das versucht hier auf seine Art, dass die Redezeiten hier eingehalten werden. Ich nehme an, dass die Rede zu Ende ist. Also thematisch war sie jedenfalls zu Ende. Nächster Redner ist der Kollege Kai Gottschalk, AfD-Fraktion. Ja, da war Dennis Rode von der SPD doch etwas perplex. Vielleicht wollte er noch einen letzten Satz sagen. Jetzt hat aber das Wort als Nächster erstmal Kai Gottschalk für die AfD. Ich war auch ziemlich am Ende. Aber lassen Sie mich eingangs sagen, habe ich von Herrn Kaas gelernt, man darf ja gesellschaftspolitisch reden. Was für ein trauriges, mittelmäßiges Sittengemälde geben Sie hier in dieser Debatte ab. Angefangen von CDU, 16 Jahre Regierungsverantwortung mit der SPD und von den Linken will ich ja gar nicht sprechen an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Herr Lindner, was Sie hier verkündet haben, ist nichts anderes als der Fünfjahresplan einer ökologisch-sozialistischen Planwirtschaft. Das hatten wir schon mal in der DDR und das ist an die Wand gefallen, meine Damen und Herren. Und ich hatte eigentlich wenigstens gehofft, dass diese Ampel ungefähr 16 Jahre Trümmer der Ära Merkel beiseite räumt. Sich sozusagen der Trümmerfrau Merkel, wobei man da den Trümmerfrauen in Deutschland nicht gerecht wird, denn die haben dieses Land aufgebaut, Frau Merkel, und das sieht man heute, Sie haben dieses Land wirklich demontiert und filetiert. Und Herr Scholz, Ihre SPD hat im zurückliegenden Wahlkampf mit dem Plakat Respekt für dich geworben. Wo ist eigentlich der Respekt, Herr Bundeskanzler und Herr Lindner, für die Millionen von Ungeimpften in diesem Land? Sie sprechen nicht von Spaltung. Sitzen Sie vielleicht schon im Kanzlerbunker, Herr Scholz? Nehmen Sie die Realität noch zur Kenntnis, was da draußen los ist? Nein, ich glaube nicht. Und genauso ist es mit Ihrer
Finanz-, Wirtschafts- und Steuerpolitik, Herr Lindner. Sie verraten alle Grundsätze der liberalen Partei, die Sie einmal waren. Kommen wir aber zu einigen Inhalten. Sie sprachen in Ihrer Rede eben, im Kern hätte der Stabilitätspakt funktioniert. Meine Damen und Herren, wir erleben seit 16 Jahren unerwägten Rechtsbruch der Vorgängerregierung. Und Sie schaffen es nach einem Monat mit dem 60 Milliarden Nachtragshaushalt, den Sie umwidmen, hier einen Rechtsbruch zu vergehen. Wo war es? Wir hatten angefangen mit der rechtswidrigen Euro-Rettungspolitik. Übrigens, Sie beklagen die Inflation. Ja, die EZB kann nicht reagieren, weil sie die deutsche Vita-Staaten des Südens finanzieren muss. Wenn wir nämlich jetzt Zinserhöhungen vornehmen würden, was würde dann mit Italien? Was würde mit Frankreich? Was würde mit Portugal? Was würde mit Spanien und deren Staatshaushalten passieren? Und Sie sprechen, im Kern hat es funktioniert. Italien hat mittlerweile eine Staatsverschuldung von 144, Frankreich von 115, galoppiert nach oben. Das Ziel war mal 60. Wo funktioniert denn da der Stabilitätspakt im Kern, Herr Lindner? Wovon träumen Sie? Was Sie hier wirklich abliefern, ist Rechtsbruch, 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 aber kein Aufbruch, Herr Lindner, wahrlich nicht. Und Sie sprachen, meine Damen und Herren, davon, dass Sie das Gespenst der Inflation vertreiben wollen. Nein, Sie haben es alle zusammen hier auf den Plan geworfen. Und was bedeutet galoppierende Inflation, niedrige Zinsen oder Negativzinsen? Sie sind nichts anderes als die nackte Enteignung von Sparern, und der Kollege von der CDU hat die Rentner vergessen, und Geringverdienern. Und dafür sind Sie alle, von CDU angefangen bis am Ende der Grünen und der SPD, hier verantwortlich. Sie saßen 16 Jahre in der Regierung und waschen sich nicht mit einem Monat Opposition und klugen, teilweise aber auch mittelmäßigen Sprüchen frei. Sie tragen genauso Verantwortung an dem, was wir in diesem Lande gerade erleben, meine Damen und Herren. Ich möchte aber auch sagen, und Sie haben es ja dann einfach nur kopiert, als ich den Antrag mit meiner Fraktion eingebracht habe. Sie haben es erwähnt. Die AfD-Fraktion wird Ihre Ehrlichkeit messen, liebe Kollegen von der CDU. Wir werden den Tarif auf Rädern ein zweites Mal hier im Plenum einbringen, um tatsächlich unabhängig vom Gutdünken und der Gnade unseres Finanzministers Lindner und anderer Politiker die Menschen tatsächlich anhand des Tarif auf Rädern zu entlasten. Und meine Damen und Herren von der CDU, Sie sind herzlich eingeladen, dann Ihren Worten auch Taten folgen zu lassen, ob Sie wirklich gute Anträge, die auch vom Bund der Steuerzahler kommen, mitgehen. Legen Sie endlich Ihre hier aufgeführte Ablehnung von guten Anträgen unserer Fraktion beiseite. Wir werden Sie an Ihren Taten messen und nicht an Ihren Worten. Und Herr Kollege Gottschalk, Sie müssen jetzt bitte zum Schluss kommen. Herr Lindner, Sie sind jetzt von meiner Gnade abhängig, aber die hat ein Ende. Sie müssen zum Schluss kommen. Sie haben noch einen Satz, bitte. Das weiß ich. Dann komme ich zum Schluss und wünsche diesem Land viel, viel Glück mit dieser Regierung. Unser Land wird es brauchen, denn das ist kein guter Ausblick, was Sie hier heute abgeliefert haben, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Gottschalk. Nur fürs Protokoll, das waren 44 Sekunden über die Redezeit. So. Keine anderthalb Stunden Regierungserklärung von Herrn Scholz. Ich habe mehr gesagt, als er anderthalb Stunden. Herr Gottschalk, ich will das mit Ihnen gar nicht diskutieren. Ich wollte nur darauf hinweisen, Sie haben die Redezeit deutlich überschritten. Noch einmal, wenn das jeder Redner machen wird, unabhängig von Ihnen, dann haben wir heute noch eine Nachtsitzung. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Katharina Beck, Bündnis 90 Die Grünen. Und Katharina Beck ist die finanzpolitische Sprecherin der Bündnis Grünen. Darf ich kurz noch? Ich muss einmal kurz meine Maske. So, jetzt bitte erst die Zeit. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger und lieber Herr Bundesminister Lindner, in Ihrer Antrittsrede auch schon haben Sie das BMF Ihr Haus als Ermöglichungsministerium bezeichnet. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Denn genauso sehe ich es. Geld und Finanzen, das sind Mittel zur Gestaltung. Das, was wir als Ampel gestalten wollen, das ist klar. Eine Zukunft raus aus dem fossilen Zeitalter in ein neues Zeitalter der Erneuerbaren, für einen Aufbruch in einen neuen industriellen Wohlstand, mehr Frieden und Zusammenhalt in Deutschland, Europa und weltweit. Und was mir mit meiner Rede heute ein besonderes Anliegen ist, lassen Sie uns auch im Rahmen des neuen Vorschlags der EU-Kommission zur Taxonomie für nachhaltige Investments für unsere positive Zukunft einsetzen.
Denn dort werden absurderweise die alten Energieformen Atom und übergangsweise auch Gas als nachhaltig gelabelt, als ob sie Teil der positiven Zukunft wären, die wir gestalten wollen. Und ich bin da heilfroh, dass Deutschland klar gegen Atom ist. Aus drei Gründen, die hier wohl noch einmal genannt werden müssen. Erstens, physische Unsicherheit, Tschernobyl, Fukushima. Und selbst in Frankreich mussten im Dezember 2021 vier Reaktoren der modernsten Generation aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. Zweitens, Generationengerechtigkeit. Wie wollen wir den radioaktiven Müll für Jahrtausende den kommenden Generationen aufbürden? Und drittens, unwirtschaftlich ist Atomenergie auch. Sie ist deutlich teurer als Erneuerbare, selbst ohne die Atommüllkosten einzurechnen. Und auch, dass kein privater Versicherer voll in Haftung gehen will, das zeigt, dass es sich, Ihr Zitat, Herr Lindner, nicht um eine nachhaltig verantwortbare Energiequelle handeln kann. Und bezüglich der Taxonomie, es ist absurd, den Kapitalmärkten jetzt sagen zu wollen, dass Atom, dieses Fossil aus der Vergangenheit, nun die Zukunft unserer Gesellschaft mitgestalten soll. Die Lust auf grüne Investments ist enorm. Ich bringe 14 Jahre Praxiserfahrung in Wirtschaft und Finanzen mit. Und da draußen sind laut Bloomberg Intelligence geschätzt 53 Billionen Dollar. Das ist mehr als ein Drittel des gesamten privaten Anlagevermögens, die bis 2025 in Nachhaltigkeit investiert werden wollen. Doch sie wollen wirklich grüne Investments und kein Greenwashing. Diverse große Kapitalmarktakteurinnen, wie auch deutsche Unternehmen wie Allianz oder Munich Re, haben daher in mehreren offenen Briefen die EU-Kommission aufgefordert, verwässert uns die grüne Taxonomie nicht. Denn Kapitalmarktakteure können Risiken berechnen und Atom und Fossile sind nicht die Zukunft. Die Zukunftsrendite, die liegt in den Erneuerbaren. Einfache und klare Regeln, das will der Kapitalmarkt und keine Hintertüren und Verwässerungen. Und auch für KleinanlegerInnen wäre ein solches nur vermeintlich grünes Siegel einfach eine Täuschung. Und was neben einem guten grünen Label eher gefehlt hat bisher, das ist ein ausreichender Umfang an zukunftsfähigen Investitionsprojekten. Die gute Nachricht? Das ändern wir jetzt mit dem von Robert Habeck vorgelegten Klimaschutz-Sofortprogramm. Das ist ein Startschuss für tausende wirklich grüne Industrieprojekte, die sich über nachhaltige Investments sehr freuen werden. Und nun möchte ich mit einer Einladung enden, denn wir als Ampel möchten Deutschland bei Sustainable Finance zum führenden Standort machen. Lassen Sie uns diesen eigentlich sehr guten Marktmechanismus Taxonomie retten und gemeinsam zum Erfolg machen. Selbst das französische staatliche Label Greenfin schließt Atomenergie aus. Also lassen Sie uns unseren Führungsanspruch nun Realität werden lassen. Deutschland, diese Regierung, wir haben doch Gewicht in Europa. Und daher möchte ich Sie bitten, das ganze Gewicht Deutschlands in Europa einzubringen. Lassen Sie es uns versuchen. Liebe KollegInnen hier im Hause, und ich gucke Sie alle an, sprechen Sie mit Ihren Abgeordneten KollegInnen im EU-Parlament, um dort ausreichend Stimmen gegen den Kommissionsvorschlag zu organisieren. Und liebe MinisterInnen, bitte nutzen Sie Ihre MinisterInnenrunden mit Ihren EU-Kollegen, um vielleicht doch noch weitere Staaten zu einem Nein zu bewegen. Das Finanzministerium ist Ermöglichungsministerium und wir können Ermöglichungsland und Regierung sein. Lassen Sie es uns wagen. Herzlichen Dank. Ja, und Katharina Beck hat hier geschlossen nochmal zu den umstrittenen Plänen der EU-Kommission, Gas und Atomkraft als umweltfreundlich einzustufen. Nein, das war nicht die erste. Mit der Taxonomie genannt, will ja die Kommission festlegen, welche Geldanlagen als klimafreundlich gelten sollen, um die Klimawende voranzubringen. Die Grünen lehnen das ab. Die Bundesregierung musste nicht bis gestern, die Frist ist nochmal verschoben worden, bis zu der die Mitgliedstaaten ihr Votum abgeben müssen. Das wird in der nächsten Woche dann der Fall sein. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, bei einer Generalaussprache zu den Bereichen Haushalt und Finanzen dürfen natürlich die Belange der Kommunen, die Auswirkungen, die finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen nicht fehlen.
Ehrlicherweise spielten die Kommunen in der bisherigen Debatte genau einmal eine Rolle. Der Kollege Schrodi hat es einmal erwähnt. Der Kollege Schrodi hat es ziemlich ausführlich erwähnt, wenngleich ich die Interpretation etwas anders vornehmen würde. Die Ziele im Koalitionsvertrag höre ich wohl und lese ich wohl. Sie streben leistungsfähige Kommunen mit einem hohen Maß an Entscheidungsfreiheit an. Dadurch werden natürlich viele Chancen, Hoffnungen und Erwartungen geweckt, aber ehrlicherweise ist keine einzige dieser Maßnahmen finanziell hinterlegt, und das macht mir natürlich große Sorgen. Die Kommunen müssen finanziell leistungsfähig sein und sie sollen möglichst selbstständig sein. Und ich glaube, bei all den Herausforderungen, die vor uns liegen, kann man sagen, dass diese ganzen Maßnahmen nur mit den Kommunen umgesetzt werden können oder gar nicht. Und meine große Sorge ist, dass Anspruch und Wirklichkeit hier weit auseinandergehen werden. Denn jetzt schon sind finanzielle Mehrbelastungen erkennbar, die auf die Kommunen zukommen. Die sind auch gar nicht mehr zu diskutieren. Als Beispiel die finanzielle Mehrbelastung bei der Integration von Flüchtlingen oder bei der ausgebauten oder weiter auszubauenden Kinderbetreuung. Und ich werde wenige Beispiele nennen, wo meine Sorge vielleicht verstärkt wird, dass die Kommunen eher geschwächt denn gestärkt werden, wenn das Koalitionsprogramm so umgesetzt wird. Erstens, Förderprogramme sollen fortgesetzt, wenn nicht sogar ausgeweitet werden. Das hört sich erstmal gut an, aber am Ende ist es ein süßes Gift für die Kommunen, denn die Schere zwischen strukturstarken und strukturschwachen Kommunen wird sich eher vergrößern denn verkleinern. Warum? Arme Kommunen können die Kofinanzierung zum Teil gar nicht mehr stemmen bei den Förderprogrammen, die initialisiert werden. Und vor allen Dingen, sie haben noch nicht mal die Kapazitäten, weder zeitlich noch personell solche zusätzlichen Programme zu stemmen. Aber insbesondere wirken Förderprogramme immer nur befristet und nicht strukturell. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, Herr Finanzminister, wenn Sie die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen dadurch stärken, dass wir endlich eine strukturelle Diskussion führen, wie wir gerecht die Lasten verteilen. Dazu gehören aber Bund, Länder und Kommunen an einen Tisch. Denn wir dürfen nie vergessen, dass für die auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen zuvörderst die Länder verantwortlich sind. Und hier würde ich mir eine federführende Rolle durch Sie wünschen, aber das werde ich mehrmals noch anmerken und sicherlich in Zukunft daran erinnern. Zweitens, die Koalition plant eine enge Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Das hört sich gut an, aber hier droht nichts anderes als weitere Vorgaben des Bundes in Bereichen, für die der Bund gar nicht zuständig ist. Und das ist aus meiner Sicht Misstrauen gegenüber den Kommunen und die teilweise Abkehr von der Subsidiarität und der Vielfalt, die unser Land erstmal stark gemacht haben. Und deshalb schaffen Sie klare Zuständigkeiten und damit die Entscheidungsfreiheit bei den Kommunen und drehen Sie nicht durch Mischzuständigkeiten Ergebnisse früherer Föderalismusreformen zurück. Herr Kollege Dr. Becker, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion? Nein, ich möchte gerne fortsetzen. Drittens, Sie verabschieden sich von dem eigenen Ziel der Konnexität, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Denn Sie schreiben laut Koalitionsvertrag, bei neuen Aufgaben, die der Bund auf andere Ebenen übertragen will, wird auf die Ausgewogenheit der Finanzierung stärker geachtet. Damit wird ehrlicherweise eine finanziell fragwürdige Arbeit fortgesetzt, denn wir haben schon Gesetze aus SPD-geführten Häusern in der letzten Legislaturperiode gehabt, wo Anspruch und Wirklichkeit in der Kostenkalkulation deutlich auseinandergegangen sind. Das gute Angehörigenentlastungsgesetz, die Belastungen sind am Ende viel höher, die in der Praxis ankommen, als vorher kalkuliert. Und der Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung im Grundschulalter, der sogar im Vermittlungsausschussverfahren nachgebessert werden muss. Also Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Da achten Sie in Zukunft bitte drauf. Das wohlformulierte Ziel höre ich schon. Ich sehe nur große Sorgen und Risiken für die Zukunft. Deshalb, wenn wir Sie gerne auf den richtigen Weg begleiten sollen, dann kommen Sie auf uns zu. Wir werden das konstruktiv tun. Vielen Dank fürs freundliche Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Bertiger. Herr Kollege Schrodi, nun kommt eine erste Rede. Es kommen noch zwei weitere erste Reden dann aus der SPD-Fraktion. Für Ihre erste Rede, kleinen Moment, also bei uns gilt der Grundsatz, ich rufe auf und dann kommen Sie, nicht so, aber nächste Rednerin für Ihre erste Rede ist die Kollegin Dagmar Andres, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrter Herr Bundesminister der Finanzen.
Ihnen, Herr Minister Lindner, gratuliere ich herzlich zum neuen Amt. Und ich danke Ihnen für den ausführlichen Ausblick eben auf unser gemeinsames Arbeitsprogramm der nächsten Jahre. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass auch das ursozialdemokratische Thema Steuern aktiv angepackt wird. Dazu wurde schon viel gesagt. Einige Punkte möchte ich gerne vertiefen. Auch wenn Steuern im ersten Moment immer nicht besonders sexy klingt, muss man sagen, Steuern sind was Positives. Sie verteilen die Kosten unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht auf alle. Negativ, was Schlechtes, sind Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, aggressive Steuergestaltung. Und deshalb freue ich mich, dass wir im Koalitionsvertrag Übereinstimmung darin erzielen konnten, dass wir den Dreiklang umsetzen wollen aus Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen, Steuerersparnis für Unternehmen durch Investitionen und nicht nur der sowieso schon illegalen, dem illegalen Steuerbetrug und der Steuerhinterziehung den Kampf anzusagen, sondern eben auch der bisher noch legalen, aber eben nicht legitimen Steuergestaltung. Und das, liebe CDU, ist absolut nicht kleinteilig. So sichern wir Steuereinnahmen, Steuergerechtigkeit und einen soliden Haushalt. Im Einzelnen. Erstens steuerliche Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Die Rentenversicherungsbeiträge werden wir schon früher als ursprünglich geplant vollständig steuerfrei stellen. Wir werden den steuerpflichtigen Teil der Renteneinkünfte, anders als bisher, jährlich nur um einen halben Prozentpunkt steigern. Und daraus folgt, dass die vollständige Besteuerung der Rente eben nicht schon 2040, sondern erst ab 2060 anfällt. Homeoffice-Pauschale für ArbeitnehmerInnen werden wir verlängern, den Ausbildungsfreibetrag werden wir erhöhen und die Familienbesteuerung weiterentwickeln. Das Thema kalte Progression, liebe CDU, was immer gerne als Argument für Steuersenkungen angeführt wird, schauen Sie sich doch die letzten 30 Jahre mal rückwirkend an. Die kalte Progression wurde da mehr als kompensiert durch Tarifsenkungen. Zweitens, Steuerersparnis für Unternehmen durch Investitionen. Wir wollen, dass die 2020er Jahre das Jahrzehnt starker Zukunftsinvestitionen werden. Und wer in die Zukunft investieren will, der muss in der Gegenwart vorfinanzieren. Wir wollen, dass Unternehmen insbesondere in Klimaschutz und Digitalisierung investieren, also Superabschreibung oder eben verkürzt, wenn Unternehmen in Digitalisierung und oder Klimaschutz investieren, werden sie Steuern sparen. Und außerdem werden wir zusätzlich die Möglichkeit der erweiterten Verlustverrechnung verlängern und den möglichen Verlustrücktrag auf die zwei vorangegangenen Veranlagungszeiträume ausweiten. Und liebe CDU, auch da sparen die Unternehmen Steuern, wenn sie Gewinne erzielt haben. Und die werden ihre Kritik nicht gut finden. Drittens. Steuergestaltung und Steuerbetrug vermeiden. Mit Erlaubnis des Präsidenten möchte ich den allseits bekannten Novabo zitieren. Briefkastenfirmen haben nur eine Berechtigung, wenn sie Briefkästen herstellen. Deutschland wird eine Vorreiterrolle übernehmen bei der Bekämpfung von aggressiver Steuergestaltung. Die von Olaf Scholz auf den Weg gebrachte globale Mindestbesteuerung für Großunternehmen werden wir zügig umsetzen. Wir werden die Betrugsanfälligkeit bei der Mehrwertsteuer bekämpfen, sowohl durch eine Registrierkastenpflicht als auch durch ein bundesweites elektronisches Meldesystem für die Erstellung, Prüfung und Weiterleitung von Rechnungen. Zack, können abgeführte Umsatzsteuer und verrechnete Vorsteuer nicht mehr voneinander abweichen. Wir werden die Geldwäsche bekämpfen, und zwar durch grundsätzliche Ausweitung des Informationsaustauschs und dadurch, dass Immobilien nicht mehr bezahlt werden können. Brötchen beim Bäcker um die Ecke werden zunehmend digital bezahlt, während auf der anderen Seite Immobilien für mehrere Millionen Euro bisher immer noch mit dem Bargeld aus dem Köfferchen bezahlt werden können. Und das ist nicht korrekt. Wer sein Geld auf ehrliche Art und Weise verdient und korrekt versteuert und wer auch korrekte Grunderwerbsteuer zahlen will, der hat auch kein Problem damit, zukünftig beim Immobilienerwerb den Kaufpreis eben nicht in bar zu zahlen. Und ich komme zum Ende. Mein Fazit.
Da ich ein großer Fan von Steuergerechtigkeit bin, bin ich ebenfalls ein Fan unseres Koalitionsvertrages, mit dem wir mehr Fortschritt und mehr Gerechtigkeit wagen. Und ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen im Finanzausschuss. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Andres. Dagmar Andres, mit Ihrer ersten Rede aus Nordrhein-Westfalen kommt sie und ist über die Landesliste eingezogen. Nächster Redner ist der Kollege Albrecht Glaser. Und jetzt AfD-Fraktion. Hören wir Albrecht Glaser für die AfD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, mehr Fortschritt soll es im Lande geben. Was ist das und wie soll das gehen? Die Koalition will einen europäischen Staat und damit die Auflösung der nationalstaatlichen Demokratien. Hier in diesem Reichstag wird ein Regierungspräsidium eingerichtet, das die Politik einer Oligarchie aus Brüssel exekutiert. In dem Thema Taxonomie haben Sie einen kleinen Vorgeschmack dazu. Zu Finanzen, Staatsschulden und Währung gibt es im Vertrag nicht einmal einen Unterabschnitt. Whatever it takes ist offensichtlich der Schwerpunkt der COA. Zu Deutsch, Geld spielt keine Rolle. Schon die Finanzkrise 2008 war eine Staatsschuldenkrise. Mit 2 Billionen wurde der Gesamtstaat mit 1 Billion davon der Bund verschuldet, die höchsten Schulden seit der Staatsgründung. Der Bund hat seitdem nichts getilgt. Die Corona-Krise ist der Anlass, in den Jahren 20 bis 22 den vorhandenen Schuldenstand um 470 Milliarden, also fast um 50%, zu erhöhen. Dazu kommen noch 94 Millionen als Tilgungslast vorwiegend für Schulden anderer EU-Staaten, ein manifester Verstoß gegen die EU-Verträge. Die Extremverschuldung wird begleitet von der höchsten Inflation seit 1990, einer kaputten Gemeinschaftswährung, die nicht einmal ein Schatten der D-Mark ist. Das EZB-Gebäude ist deshalb so groß, damit man die über 4 Billionen angekauften Staatsanleihen dort aufbewahren kann. Ebenfalls ein manifester Verstoß gegen die EU-Verträge. Die Bürger in Deutschland werden durch diese Inflation jährlich um 150 Milliarden enteignet. Über so ein paar steuerliche Kleinigkeiten müssen Sie dabei gar nicht reden zum Thema Steuerentlastung oder Steuerbelastung. Mit 150 Milliarden werden die Sparer in diesem Land enteignet. Mit Folgen für die Alterssicherung und alles, was da dran hängt. Dafür werden in Steine statt Brot angepriesen. 48% Eckrente soll bleiben. Keine Beitragserhöhung, keine Altersgrenzenerhöhung bei Renteneintritt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer ein bisschen was von Renten versteht, weiß, dass das Voodoo-Land ist. Apropos Voodoo-Land. Afghanistan ist überall. Die mediale Lobpreisungen des Euro durch den neuen Finanzminister hören sich an wie die Schilderungen des früheren Außenministers über Afghanistan kurz vor dem Zusammenbruch in Afghanistan. Der Finanzminister spricht von einem bahnbrechenden Aufbaufonds für Europa. Dass die jährliche deutsche Beitragsleistung von derzeit unter 30 Milliarden sehr zeitnah in den nächsten Jahren auf über 60 Milliarden steigen wird, erwähnt er nicht. Und zudem, die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses der EU spricht soeben von der hohen Wahrscheinlichkeit der Fehlleitung dieser Aufbaumittel von manipulierten Vergaben und von einer fehlenden Kontrollmöglichkeit der EU. Die Koalition, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, hat keine Verbindung zur Wirklichkeit. Oder sie täuscht die Öffentlichkeit ganz bewusst über die fatale Lage dieses Landes. Der gierige Griff nach öffentlichen Ämtern ist keine Grundlage, um die nächsten 4 Jahre politisch zu überleben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Glaser. Als nächsten Redner erteile ich das Wort dem Kollegen Sven-Christian Kindler, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, nach diesen Schwurbeleien möchte ich zur Sachpolitik zurückkommen.
Herr Minister Lindner, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Haus und dass das bisher schon gut funktioniert. Herr Gottschalk, Sie sind nicht mehr dran, Sie hatten Ihre Zeit. Herr Minister Lindner, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Haus, dass das schon sehr gut funktioniert. Zeigen die jetzigen Beratungen zum Nachtragshaushalt. Ich freue mich auf das, was noch kommen wird in der Zukunft. Denn wir haben einen großen Auftrag als Ampel in der Haushalts- und Finanzpolitik. Wir wollen nicht weniger als die großen Veränderungen dieser Zeit angehen. Und das ist die ökologische, das ist aber auch die soziale und digitale Transformation unserer Gesellschaft und unserer Volkswirtschaft. Und ich sage ganz bewusst, dass wir dafür jetzt mit anfangen müssen. Es geht um einen Startschuss, weil in den letzten Jahren so viel Zeit verplempert wurde, weil so viel nicht passiert ist, müssen wir jetzt anfangen und jetzt endlich loslegen mit dieser neuen Regierung. Und wie viel Zeit wir verloren haben, das hat nochmal sehr eindrücklich die Eröffnungsbilanz zum Klimaschutz von Robert Habeck in dieser Woche deutlich gemacht. Und dabei geht es ja um nichts Abstraktes. Beim Klimaschutz und der Einhaltung unserer Klimaziele geht es um die zentrale Rettung unserer Lebensgrundlagen als Menschen. Es geht um die zukünftigen Freiheitsrechte der nachfolgenden Generationen. Deswegen freue ich mich, dass nach Jahren der Arbeitsverweigerung jetzt die neue Bundesregierung mit einem sehr klaren Startprogramm, mit einem neuen Klimaschutz-Sofortprogramm loslegt und diese Aufgabe kraftvoll anpackt. Und dafür brauchen wir natürlich auch eine Haushalts- und Finanzpolitik, die das auch möglich macht. Wir haben in der Koalitionsvereinbarung sehr deutlich gesagt, dass wir jetzt in diesen 20er Jahren ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen wollen und dafür alle Möglichkeiten nutzen werden, die es im Haushalt uns gegeben sind. Wir werden einen sehr klaren Schwerpunkt auf Zukunftsinvestitionen in den kommenden Haushaltsberatungen legen. Und gleichzeitig, darauf haben der Minister und auch Dennis Rohde hingewiesen, werden wir massiv mit den ökonomischen und sozialen und gesundheitspolitischen Folgen der Pandemie zu kämpfen haben. Und auch gerade für die Bewältigung der ökonomischen Folgen ist es notwendig, dass wir auf öffentliche Investitionen setzen. Das ist quasi der nachhaltige und starke Elektromotor, um aus dieser Krise herauszukommen. Wir denken die Pandemie, die Bewältigung der Pandemie und die Klimakrise zusammen. Das haben wir in diesem Nachtragshaushalt auch schon sehr deutlich gemacht. Und ich wundere mich dann auch etwas über die Kritik der Union an diesem Nachtragshaushalt, weil ja alle ernstzunehmenden ökonomischen Sachverständigen und der Anhörung am Montag nochmal sehr deutlich gemacht haben, dass die Pandemie massive ökonomische Einschnitte unsere Volkswirtschaft hatte und auch in den nächsten Jahren noch haben wird. Es ist darauf hingewiesen vom Kollegen Schrodi. Der Professor Jens Südekum hat darauf hingewiesen, dass wir ein ökonomisches Long-Covid durch die Pandemie haben werden. Und gleichzeitig sehr deutlich in der Anhörung klar geworden, dass der Nachtragshaushalt dabei hilft, diese ökonomischen Schäden auch abzufedern und zu beseitigen. Und wie wir dieses ökonomische Long-Covid bewältigen, das wollen wir mit öffentlichen Investitionen. Öffentliche Investitionen und private Investitionen sind sozusagen das Impfen der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und deswegen sagen wir sehr klar, wir wollen Investitionsspritze für unsere Volkswirtschaft, um diese Pandemie ökonomisch nachhaltig auch zu überwinden. Und übrigens ist das auch internationaler Standard, dass man das macht. In Italien, in Spanien, in den USA, in Kanada, Großbritannien, Südkorea, überall verbinden Staaten, Großindustriestaaten die Überwindung der Pandemie, die ökonomischen Folgen bei der Überwindung der Pandemie mit Klimaschutz und Transformation. Und ich wundere mich schon, dass das von der Union jetzt so massiv in Frage gestellt wird. Was Sie wollen, ist im Kern Deutschland wirtschaftspolitisch und finanzpolitisch international isolieren. Und das werden wir nicht zulassen. Wir werden sehr klar machen, was unser Weg ist, wirtschaftliche Erholung und Klimaschutz zusammendenken. Und wir müssen natürlich auch darüber reden, wie wir in Europa nachhaltig aus der Pandemie kommen. Next Generation EU ist ein sehr zentraler, wichtiger Baustein und Instrument gewesen, um diese Pandemie zu überwinden und gleichzeitig ökonomisch und digital in den nächsten Jahren in die Zukunft zu investieren. Wir haben aber auch im Koalitionsvertrag gesagt, dass wir für die Frage von europäischen digitalen Netzen, für die Frage der Schieneninfrastruktur, für die Frage von Forschung und Entwicklung, für Klimaschutz in diesen nächsten Jahrzehnten natürlich auch weitergehen müssen. Wir brauchen eine europäische Investitionsoffensive, die wollen wir gemeinsam mit europäischen Partnern angehen. Und dafür werden wir in der Bundesregierung und im Parlament die Initiative ergreifen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch aus der demokratischen Opposition, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im Haushaltsausschuss in den kommenden Haushaltsberatungen. Wir werden viel zu tun haben. Lassen Sie uns angehen. Vielen Dank.
sagt Sven-Christian Kinder, der haushaltspolitische Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Und in der Tat, auf die Haushälter wird gerade in diesem Jahr doch einiges zukommen. Drei Haushalte, der Nachtragshaushalt, der soll ja 2021, der muss noch Ende Januar verabschiedet werden. Und dann gibt es ja wegen des Wahljahres noch den Haushalt 2022 zu beschließen. Im Moment gilt noch die vorläufige Haushaltsführung und auch für 2023 muss ja noch der Haushalt beraten und beschlossen werden. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, man könnte Bundesfinanzminister Christian Lindner schon ein wenig als Lucky Luke der deutschen Politik bezeichnen, als der Mann, der schneller umfällt als sein eigener Schatten. Kaum in der Regierungs... Kaum in Regierungsverantwortung hat sein Versprechen für solide Finanzen gerade einmal 5 Tage gehalten. Das dürfte ein Negativrekord sein. Und heute habe ich aus Ihrer Rede auch herausgenommen und gelernt, dass Sie jetzt auch in Zukunft noch gegen eine Unternehmenssteuerreform sind. Also da frage ich mich schon, wo ist da der Markenkern der FDP verblieben? Schon der erste Nachtragshaushalt der Ampelkoalition belastet nachfolgende Generationen immens. Und doch wird bei dieser Bundesregierung, meine Vorredner haben es fast unisono gemacht, viel von Nachhaltigkeit gesprochen. Das, was Sie hier machen, ist alles andere, aber wirklich auch alles andere, wie nachhaltig für die Zukunft unseres Landes. Was macht das auch für einen Sinn, rückwirkend für das letzte Jahr zusätzliche Schulden zu machen, mit der Begründung, man wolle kurzfristige wirtschaftliche Impulse setzen, um der Pandemie entgegenzuwirken? Das ist jetzt für das Jahr 2021 zu spät. Das Ganze ergäbe nur Sinn, falls man das Geld für zahlreiche zukünftige Ausgabewünsche bunkern möchte. So macht man aber viel Vertrauen in die Fiskalpolitik kaputt, was 16 Jahre Unionsregierung mühsam aufgebaut hat. Es geht ausschließlich darum, die Schuldenbremse auszuhebeln, und das wäre ja glatt verfassungswidrig. Die Anhörung mit Fachexperten und Bundesrechnungshof vom Montag war bezeichnend. Der Bundestag würde sogar empfohlen, den Haushalt abzulehnen. Ich denke, eine wirklich einmalige Situation. Herr Kollege Ostner, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Fricke, FDP-Fraktion. Ja, natürlich, sehr gerne. Verlängert auch die Redezeit. Insofern, Herr Kollege Fricke, Sie haben das Wort. Danke schön. Herr Kollege Ostner, das sind ja sehr komplexe Vorgänge hier. Und Ihr Ministerpräsident hat uns ja bereits klargemacht, dass die Landesgruppe der CSU als Abgeordnete mit komplexen Gesetzgebungsvorgängen so ihre Schwierigkeit hat. Deswegen möchte ich da doch noch mal nachfragen. Kann ich Ihre Äußerungen zum Nachtragshaushalt so deuten, dass Sie der Meinung sind, dass die Bundesrepublik Deutschland sich in diesem Jahr nicht mehr in einer Notsituation befindet? Lieber Herr Kollege Fricke, herzlichen Dank erstmal für die Frage. Und ich lasse jetzt den Stück weit arroganten Teil zu Beginn ohne Wertung weg. Ich denke, jeder hat seine Blickweise auf den Haushalt. Aber nein, es widerspricht in keinster Weise. Wenn Sie sagen, dass in 2022 die Pandemie nach wie vor besteht, dann können Sie in dem Haushalt 2022 die veranschlagten Ausgaben hier verbuchen und nicht rückwirken in 2021. Das ist der Buchungstrick, den wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Im Mai. Der Haushaltsentwurf 22, wie bereits gesagt, würde ausreichend Möglichkeit bieten, die im Koalitionsvertrag angekündigten auch Klimaschutzprojekte in Richtung der Grünen einzubringen. Das wäre, meine lieben Ampelkoalitionäre, ehrliche Finanz- und Haushaltspolitik. Erlauben Sie mir, zu den Bereichen Digitales und Verkehr auch noch ein paar Takte zu sagen, weil es mir wirklich am Herzen liegt. Die links-gelbe Koalition bremst Projekte aus, wo sie beschleunigen möchte, siehe Straßenbaumoratorium. Sie heizt Preise an, wo sie dämpfen müsste, siehe Energiepreise. Und sie vernichtet Anreize da, wo sie welche setzen sollte, siehe alternative Kraftstoffe und E-Fuels bzw. auch mit Wasserstoff. Für mich wäre das ein absolutes Desaster für den Mobilitätsstandort Deutschland. Zum,
Zum Breitband- und Mobilfunkausbau verliert die sogenannte Fortschrittskoalition nur wenige Worte. Der flächendeckende Glasfaserausbau wird ausgebremst zum Leidwesen vieler Bürger, die auf schnelles Internet angewiesen sind. Wiederum zeigt sich, dass vor allem der ländliche Raum der große Verlierer Ihrer Politik ist. Bitte vergessen Sie mir nicht über die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung, liebe neue linksgelbe Regierung. Rekordinflation macht das Leben in Deutschland immer teurer. Gleichzeitig fressen Niedrigzinsen das Ersparte vieler Bürger auf. Wer 60 Milliarden Euro mit fraglicher Verfassungsmäßigkeit bunkern kann, sollte auch in der Lage sein, zügig eine Steuertarifanpassung auf den Weg zu bringen. Die Union hatte in den vergangenen Jahren stets die Vermeidung von heimlichen Steuererhöhungen, Stichwort kalte Progression, gegen die SPD durchgesetzt. Unter der Ampel droht diese Politik der Entlastung nun völlig unter die Räder zu kommen. Und es werden zwar Steuererleichterungen versprochen, welche am Ende jedoch keine sind, weil längst von der Vorgängerregierung schon beschlossen. Früher hieß es immer, das ist mein letzter Satz, Herr Präsident, die Roten können nicht mit Geld umgehen. Das gilt wohl für alle in der rot-grün-gelben Koalition. Herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören. Der Bundestag debattiert in dieser Woche über die Vorhaben der Ampelkoalition in dieser Legislaturperiode. Und heute stehen noch die Ressorts, unter anderem, wie wir gerade hören, ja, Haushalt und Finanzen hier auf der Tagesordnung. Aber der nächste Punkt, das nächste Ressort sozusagen, ist schon in Sichtweite. In ungefähr 20 Minuten geht es dann nämlich los mit Ernährung und Landwirtschaft und mit dem neuen Minister dazu, Cem Özdemir. So, jetzt aber noch eine neue Abgeordnete hier mit ihrer ersten Rede, Wiebke Papenbroek von der SPD zum Thema Haushalt und Finanzen. Okay. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin neu im Deutschen Bundestag und bin im Haushaltsausschuss zuständig für das Auswärtige Amt. Und weil es zu meinem heutigen Thema passt und ich darauf gleich auch noch mal zurückkommen werde, ich habe ein Auslandsjahr in Neuseeland verbracht. Warum erzähle ich das? Weil ich dank eines Arbeitsvisums selbst davon profitiert habe, dass Deutschland Abkommen trifft, die es uns ermöglichen, andere Länder und Kulturen besser kennenzulernen. Oder überhaupt erst kennenzulernen, und das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Die neue Bundesregierung hat sich vorgenommen, den internationalen Austausch weiter zu fördern. Aber werfen wir zunächst einen kurzen Blick zurück. Die frühere Bundesregierung hat sich in den internationalen Beziehungen viel auf den Weg gebracht und hat viel investiert. In der Vergangenheit wurden zum Beispiel die Goethe-Institute gestärkt. Davon gibt es weltweit 158 in 98 Ländern. Ihre Aufgabe ist es, das Bild Deutschlands und die deutsche Kultur im Ausland zu repräsentieren und die deutsche Sprache zu pflegen. Und die Institute exportieren im besten Fall Dialog und Meinungsfreiheit in Länder, in denen beides keine Selbstverständlichkeit ist. €70 Millionen haben die Goethe-Institute und die deutschen Auslandsschulen mit dem Nachtragshaushalt 2020 jeweils zusätzlich erhalten, um pandemiebedingte Einbußen aufzufangen. Was möchte nun diese Bundesregierung erreichen? Dass die Welt sich ändert und Spannungen zunehmen, sehen wir ganz deutlich an den Grenzen Europas. Und wir sehen es natürlich an den vielen Krisenherden in der Welt. An der Flüchtlingskrise in Belarus, an den humanitären Krisen und an den Bürgerkriegen im Jemen, im Sudan und Äthiopien. Und das sind ja lange nicht alle. Hier müssen wir den Zugang zu humanitärer Hilfe verbessern und auch den Helferinnen und Helfern vor Ort, die müssen die mehr schützen, mehr Schutz zukommen lassen. Schon jetzt macht die humanitäre Hilfe im Etat des Auswärtigen Amtes ein Drittel aus. Und diese Hilfe ist überlebenswichtig für Millionen Menschen. Deshalb werden wir die Mittel für die humanitäre Hilfe erhöhen, zum Beispiel für Afghanistan. Die Entwicklung des Landes hat uns alle im letzten Jahr stark berührt. Um hier eine humanitäre Katastrophe zu verhindern,
werden wir die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen finanziell und personell unterstützen. Für unsere gemeinsamen außenpolitischen Ziele ist eine Kooperation mit unseren Partnern in der Welt enorm wichtig. Und es gibt auch andere Beispiele. So ist und bleibt zum Beispiel Großbritannien auch nach dem Brexit einer unserer engsten Partner außerhalb der EU. Auch diese Zusammenarbeit wollen wir weiter pflegen und intensivieren. Insgesamt wollen wir solche Programme ausbauen, die unterschiedliche Gesellschaften, Kulturen und Menschen zusammenbringen. Hier denke ich zum Beispiel an die Bildungspolitik. Zu ihr gehören auch die deutschen Schulen im Ausland. Dieses Netz soll ausgebaut werden. Wir wollen das Interesse an unserem Land bei jungen Menschen stärken. Wir wollen, dass sie gerne in unsere Schulen kommen und Lust haben, unsere Sprache und unsere Kultur kennenzulernen. Und hier komme ich auf den Beginn meiner Rede zurück. Wir wollen die persönliche Begegnung und den persönlichen Austausch von Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen stärken, damit viele so eine schöne und bereichernde Erfahrung machen können, wie ich sie mit Anfang 20 in Neuseeland machen durfte, und auch damit Deutschland seiner Verantwortung für Frieden, für die Wahrung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Krieg und Armut in der Welt nachkommt. Vielen Dank, Frau Kollegin. Wiebke Papenbroek war das für die SPD-Fraktion, eine der neuen Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag mit ihrer ersten Rede. Sie kommt aus Brandenburg, hat dort ihren Wahlkreis direkt gewonnen. Prignitz, Ostprignitz, Ruppin und Havelland. Und da gibt es noch ein bisschen Glückwünsche von den Fraktionskollegen, wie das so üblich ist bei ersten Reden. So, und jetzt gehen wir aber schnell zum nächsten Redner, Sebastian Brehm für die Union. Die Bundesregierung wird dazu aufgefordert, bei der Aufstellung der Bundeshaushalte 2019 fortfolgende den Bundeszuschuss zum Energie- und Klimafonds EKF bis 2021 so weit wie möglich abzubauen. Diese Mittel aus dem Sondervermögen EKF sollen wieder aus Gründen der Haushaltsklarheit in die Ressorthaushalte rückstrukturiert werden. Das ist ein Antrag der FDP aus dem Jahr 2018. Und kaum ist Christian Lindner Finanzminister, macht er genau das Gegenteil von dem, was er gefordert hat vorher. Er befüllt nämlich genau dieses Sondervermögen mit 60 Milliarden Euro für rot-gelb-grüne Wahlgeschenke unter Umgehung der Schuldenbremse und zu Lasten der nächsten Generation. Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Ich lese nur einen Satz aus dem Gutachten des Bundesrechnungshofes vom 6.1.22 zu Ihrem Nachtragshaushalt, in dem das beschlossen wird, vor. Der Bundesrechnungshof hält den Entwurf des zweiten Nachtragshaushaltes, Sie wollen das nächste Woche beschließen, 2021 für verfassungsrechtlich zweifelhaft. Und sowas bringen Sie ein unter dem Thema Haushaltsklarheit. Also letztlich wird es überprüft werden müssen. Anders gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, Finanzpolitik mit Christian Lindner, das ist ein bisschen wie Hütchen spielen. Am Anfang wird ein satter Gewinn in Aussicht gestellt, dann wird getrickst, dann wird geschoben und am Ende haben alle weniger Geld in der Tasche. Und im Bereich Steuern, liebe Kolleginnen und Kollegen, schreibt die Wirtschaftswoche am 2. Januar 2022, Christian Lindner erlebt sein Rendezvous mit der Realität. Bei keiner Partei klaffen Wahlversprechen und Koalitionsvertrag in dieser Weise auseinander. Was ist von Ihren Forderungen geblieben? Vollständiger Abbau vom Soli. Nichts davon im Koalitionsvertrag umgesetzt. Mittelstandsbauch, kalte Progression abschaffen, Tarif auf Rädern. Nichts davon im Koalitionsvertrag umgesetzt. Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen. Nichts davon im Koalitionsvertrag umgesetzt. Und Steuerentlastung für Familien und eine moderne Unternehmensbesteuerung. Heute haben Sie es ja noch mal abgelehnt. Nichts davon im Koalitionsvertrag umgesetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Einzige, was umgesetzt wurde, sind Sie hier im Parlament. Und wenn man hier übrigens von vorne guckt, weiß ich jetzt auch warum. Weil Sie nach links gezogen sind. Sie haben genau das wiedergespiegelt, was Ihre aktuelle politische Haltung darstellt. Die FDP hat immer gesagt,
Wir wollen nicht nur als Steuersenkungspartei wahrgenommen werden. Ich kann Sie beruhigen, mit Christian Lindner wird Ihnen das garantiert nicht mehr passieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Sebastian Kollege. Sebastian war das für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, der Nachtragshaushalt 2021, 60 Milliarden Euro sollen in den Energie- und Klimafonds geschoben werden. Dieser Energie- und Klimafonds, der ist ja nicht neu, der ist schon 2011 eingerichtet worden als Sondervermögen des Bundes. Manche sagen auch Nebenhaushalt. Wenn diese 60 Milliarden dahin gehen, Ende Januar wird darüber abgestimmt, dann liegen da immerhin gigantische 103 Milliarden Euro für Investitionen, Förderung und Subventionen bereit. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich möchte mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, mit einem Zitat beginnen. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, vor der wir jemals in der Menschheit gestanden haben. Das hat Friedrich Merz gesagt. Eine richtige Erkenntnis, immerhin. Aber so groß diese Herausforderung völlig unbestritten auch ist, sage ich trotzdem, wenn es nur das wäre, wenn es nur der Klimawandel wäre. Denn wir müssen zugleich auch die rasante Digitalisierung und die notwendige Transformation unserer Wirtschaft bewältigen. Eine Herausforderung, die von der Größenordnung her nicht zu Unrecht mit der industriellen Revolution verglichen wird. Und wir müssen als drittes Megathema mit dem demografischen Wandel umgehen. Die schon jetzt an allen Ecken und Enden in Deutschland fehlenden Fachkräfte sind dabei nur die ersten Vorboten davon, was uns da erwartet. Damit nicht genug. Diese dreifache Herausforderung aus Klimawende, Digitalisierung und demografischer Entwicklung stellt sich in einem deutlich raueren internationalen Umfeld. Deutschland und Europa müssen sich in einem nicht selten rücksichtslosen Wettbewerb mit China und den USA behaupten. Um es mit einem Bild zu sagen, wir stehen am Ostseestrand und hoffen, dass sich die Corona-Wolken endlich verziehen. Aber wir wissen schon, dass sich da etwas zusammenbraut. Und was sich da zusammenbraut, sieht aus wie der perfekte Sturm. Die gute Nachricht: Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP nimmt diese dreifache Herausforderung an und arbeitet mit Hochdruck und mit großer Ernsthaftigkeit daran, dass wir unser Land so schnell wie möglich wetterfest machen. Endlich! Und genau deshalb wollen wir und werden wir die 2020er Jahre, Kollege Kindler hat es auch gesagt, zu einem Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen machen. In Klimaschutz, in Digitalisierung, in Bildung, in Forschung und in die Infrastruktur. Währenddessen stehen CDU, CSU aller Erkenntnis zum Trotz daneben und erklären der deutschen Öffentlichkeit fortwährend, was aus ihrer Sicht alles nicht geht. Vorschläge, wie wir diese dringend notwendigen Zukunftsinvestitionen finanzieren wollen, Fehlanzeige. Verantwortung für Deutschland, meine Damen und Herren, sieht anders aus. Das betrifft im Übrigen auch die Diskussion, ob der Bundestag 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen an den Klimafonds übertragen darf. Es ist unstreitig, dass der Staat in einer solchen außergewöhnlichen Notsituation Impfstoff kaufen, Krankenhäuser finanzieren und Unternehmen helfen kann. Und es ist ebenfalls unstreitig, dass der Staat allgemeine konjunkturstützende Maßnahmen ergreifen kann, zum Beispiel durch eine temporäre Mehrwertsteuersenkung, wie wir sie gemacht haben. Jetzt geht es rechtlich gesehen um eine weit weniger weitreichende Maßnahme. Statt ganz allgemein die Konjunktur zu stützen, sollen die Mittel ausschließlich investiv eingesetzt werden. Und dann auch nur für solche Investitionen, die zukunftsgerichtet die Transformation unserer Wirtschaft und die Klimawende beschleunigen. Ökonomisch sinnvoll ist das ohnehin, gerade weil die wirtschaftliche Entwicklung so fragil ist und weil wir aufgrund der Pandemieentwicklung auch jederzeit mit Rückschlägen rechnen müssen. Daran ändert im Übrigen sowohl rechtlich als auch ökonomisch nichts, dass diese Mittel nicht sofort abfließen. Investitionen haben immer einen Vorlauf. Aber die Unternehmen reagieren eben immer sofort und passen ihre Planungen an und weiten ihre Kapazitäten auf und stellen MitarbeiterInnen ein. Und das hat eben eine unmittelbar konjunkturstützende und stabilisierende Wirkung. Das, meine Damen und Herren, brauchen wir in Anbetracht der aktuellen Unsicherheit. Das ist eine verantwortungsvolle Politik. Wir machen diese Politik, und dann sitzen wir auch bald wieder bei Sonnenschein am Ostseestrand. Vielen Dank. Vielen Dank, Thorsten Rudolph war das für die SPD-Fraktion, der Letzte, der hier das Wort zu diesem Ressort hatte, Thema Haushalt und Finanzen.